fang jetzt einfach mal an und wir gucken, was passiert. Warte, ich muss einen Satz. Warte, was soll ich denn für einen Satz jetzt schreiben? Eine ganz normale Runde erstmal, so Gartikfull zum Reinkommen. Schreib irgendwas. Ich dachte, wir machen, noch kein Gimmick. Ich dachte, wir machen Comics. Nein, die Comics kommen später. Ich will erstmal wieder so das Konzept von Gartikfull hier etablieren, weil das kennt man ja noch nicht. Oh, mein Satz ist so schrecklich. Können wir doch mal neu anfangen? Ja, meiner ist auch schrecklich. Ich hab den genommen, der da stand. Weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Oh ja, wer konnte denn so viel schreiben direkt? Ach du Scheiße. Das finde ich super. Was ist denn das? Ach. Was ist denn das? Moggy hat mein Wort, glaube ich. Ich glaube auch. Boah, jetzt hast du gegoogelt? Nein, aber ich habe eine Vermutung. Ich beeilen muss. Gewiss nur Dinge, die ich gesehen habe davor. Alter. Nein, stopp. Was stopp? Da hat er nichts. Was für gesehen, das war... Ach so! jetzt hat es ja wirklich verraten. Ja, gut, aber... Den Prompt... Du kannst mir erzählen, du warst das mit dem Raptor nicht. Ja, das ist kein Raptor gewesen, was da stand. Ich habe nicht Raptor geschrieben. Das kann ich bestätigen. Na, siehst du? Ich will sowieso nicht den Prompt von... wie heißt er? Hockey. Hockey ist mein Name. Kannst du ja auch mal merken, ich hab dir Bilder gezeichnet. Aber ist okay. Ist schon in Ordnung. Ist auch gut, ist auch in Ordnung. Ich glaube, ich bin soweit fertig mit meinem. Oh, nein! Okay. Oh Gott, die Zeit ging viel schneller. Aber ich glaube, man hat es trotzdem gecheckt. Was denn das? Warte mal. Ja. Ja, finde ich gut. Ich denke, was mein Prompt war ziemlich zutreffend. Ach, so laut. Die wird echt schnell vorbei sein. Muten. Das ist wirklich laut. Oh, das gefällt mir. Oh das war laut meine Tastatur. Nee, das Sound, ich kann nicht zeichnen. Das ist eine Gartikfolie. Ich hab grad Sonic-Musik, das passt übelst gut, weil ich mich sauber eilen muss. Das pusht mich richtig. Was haltet ihr von Sonic Colors? Sei mal ruhig, ich muss Abstand. Zeichnen. Abstand. Ey, wieso kenne ich diesen Spruch nicht? Der wirkt so, als hätte er übelst den Bart. Hat er auch. Ich habe das noch nie gehört, glaube ich. Aber Sonic Colors auf dem 3DS, Moggy? Als ob ich das gespielt hätte. Ich hab's gespielt. Ich habe nur den 3DS halt gespielt. Und war gut. War okay. Oh wait, ich kann den Hockey-Arzt machen. Ist halt Sonic Colors. Ich habe halt generell nur 3DS-Spiele in meinem Leben gespielt, von dem her. Reden wir von der Konsole oder der Menge an Spielen? 3DS-Spiele, ja. Tatsächlich. Okay. Ich glaube, ich habe ein gutes Bild gezeichnet gerade. Ich mache gerade die schlechtesten Bilder meines Lebens. Sehr gut. Mann, ich habe schnell eingestellt. Ich wusste, ach, wie heißt der denn? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe irgendwie mein... Alter, ich habe die Tablet-Tastatur aktiviert aus Versehen. Wie passiert dir sowas? Das ist, so wie das ist doch das Gleiche hier, oder? Das ist so wie ein TTT, wenn du Shift drückst. Und dann aus Versehen sich so 1000 Fenster öffnen bei dir. Ja. Ja, das ist so schrecklich. Da wurde mir in die Kommentare geschrieben, ja, das Problem würde sich sehr leicht lösen lassen, wenn man es einfach mal liest. Als ob ich das so lese, während ich von Schlangen angegriffen werde. Ich wusste ja nicht mal, wie ich das aktiviert habe, irgendwie mit Shift und Rennen oder ich weiß es nicht. Nur Shift, glaube ich. Was ist das hier für ein Bild? Wie, was für ein Bild meinst du noch nicht? Ich mache, man sieht doch eh keine Bilder jemals in dem Modus. Doch klar. Ja, klar. Bist du noch bei uns in der Gruppe? Ich bin gerade wirklich, ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Natürlich sieht man Bilder. Ich weiß auch nicht, was ich mit der Aussage überhaupt meinte. Aber ja, ich meinte das Bild, was ich zeichnen werde. Ich bin selber fordert von dieser Situation. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich gerade geredet habe. Bilder in Gartikfull? Hier sieht man keine Bilder. Da sind ja keine Bilder, Buchstaben. Alter. Das ist viel zu schnell. Ich muss doch irgendwie zeigen, dass die Person irre ist. Was? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Oh Gott. Kann das mal weggehen? Puh, Hä?
Was ist die letzte Runde? Ne, okay, einmal müssen wir noch zeichnen, okay. Ich glaube, in Italien gibt man kein Trinkgeld, oder? War das nicht irgendwie so? Och, komm schon! Die warte, Zeit ist abgelaufen, da okay, tippe ich einfach, als wäre ich Johnny. Bob ist der blaue Blob. Der heißt Bob. Okay, habe ich mir schon gedacht. Der mit dem einen Auge. Gesprochen von Seth Rogen. Und im Deutschen von? Weiß ich nicht. Weiß ich ja selber nicht. Ja, ich dachte, es wäre Bastian Tavasevka, aber der hat nur Megamind aus dem Film Megamind gesprochen. Ja, es tut mir leid, dass ich diese Runde so super schnell eingestellt habe. Ich dachte, es wäre etwas rasant, aber nicht direkt so unspielbar. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich bin zufrieden gerade. Ich finde das niedlich, was ich gemacht habe. Oh nein, jetzt ist es nicht mehr niedlich, es ist irgendwie schrecklich. Was ist deine Erfahrung mit Megamind, Moggy? Ich habe mich kurz was verhört. Er fragt Moggy nicht nach Filmen, er schaut sie nicht. Schade. Nee, ich kenne keine Filme. Diesmal war ich schnell fertig irgendwie. Ja, ich auch. Okay, aber meine letzte Zeichnung bin ich zufrieden. Ich auch tatsächlich. Oh, jetzt darf ich nichts falsch machen. Ich mach das weiter, aber es soll trotzdem vorgelesen werden. Und natürlich von Anfang bis Ende. Bitte. Okay, was haben wir Schönes gesammelt in der ersten Runde? Achso, warte, muss ich entmuten. Mhm. Entmuten? Achso, das Game einfach. Ja. Ah. Ja, da oben rechts. Ja, Deutschland trinkt Bier. Es war vorgegeben. Oh, das. Oh! Warte, stark. Das habe ich sogar richtig gesehen dann. Da war dann die Vorgabe. Okay, Cream muss erstmal. Patrick gönnt sich ein Bier. Yeah, okay, es ist schon mal. Wir spielen ja die herkömmliche Runde. Das heißt, wir können gucken, ob der Satz oben bis nach unten überlebt bitte, oder nicht. Bitte, ich hoffe es. Yeah. Ist das Blut? Nein, es soll seine Zunge sein, aber. So Maggi. Wait, hast du nicht gerade gesagt, du hast es erkannt? Ja, die Vorlage war richtig. Also der Prompt dachte ich, muss ja gleich. Patrick Star trinkt Ketchup. Es schön war da dran, Bier, okay. Moggy. Schönes Ding. Ich habe mich so beeilt, es tut mir leid, es ist voll fein. Es war eine schnelle Runde. Der nimmt einen tiefen Zug. Vielleicht kommen wir nochmal zu Bier zurück. Besäuft sich mit Cola, ja, guck, oder so. Guck. Besäuft sich, das könnte wieder Bier werden. Wir haben noch nicht verloren. Ja. Na, das ist Cola. Patrick, das ist so Patrick, das ist so gar nicht. Das ist was? Einfach nur irgendein ja. Typ. Der hat aber irgendjemanden gezeichnet, keine Ahnung. Der Patrick heißt. Ich glaube, er wusste nicht, wer Patrick ist. Ist ein Kumpel von ihm. Ja, der Patrick. Seestern trinkt Bier, wo dazu irgendein Typ trinkt Cola. Dasselbe. Das ist einfach mein Stream hier gerade. So, Jungs, jetzt passt mal auf, Jungs. Mm, jetzt kommt ein Banger. Gar keinen Bock drauf. Jetzt kommt ein Banger. Gar keinen Bock drauf. Könnt ihr die Raumkapazität höher machen? Wir machen eh noch ganz viele verschiedene Sachen und vermutlich nicht. Dimetrodon mit Flügeln. Oh, so. Wird er sich verwandeln? Mhm. Ey, oh, aber das war Moggys Zeichnung. Sehr gut. Du hast den großen Fächer des Dimetrodons am Rücken vergessen. Ich hab direkt One Winged Raptor Angel. One Winged Raptor Angel, Junge. Schlock TV, danke für 4 Monate. Bleib im Thema und Stream, Mann. Vielen Dank. Ich will Unterstützung. Ja, Mann, so will ich das sehen. Ich sehe den Raptor. Ich sehe den One-Winged hier. Angel. Der hat so ein Cosplay an, wo man mit der einen Hand so ein Tier ja. Steuert. Halb Schlange, halb Vogelfrau ist traurig. Halb Vogelfrau ist traurig. Die ist sehr traurig. Oh nein. Schau mal, die ist eine Frau, weil sie Brüste hat. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt werden soll. Das soll das darstellen. Oder? Schlange mit Flügeln aus Leder ist ganz traurig. Ist ganz traurig. Das Text-to-Speech. Warum ist das Bild so gut? Oh, Skullbird. Das ist so gut geworden, ja. Es sieht vor allem voll. Oh, ich sehe gerade eine Nachricht, wäre Gartic nur ein Jackbox-Spiel. Hä, aber dadurch, dass es auf der Website ist, kannst du es viel einfacher spielen, es kostet nichts, was? Oh Mann, wenn es nur Vorteil? Ein Jackbox-Spiel wäre. Ist doch gratis. Ich wünschte, es wäre ein Jackbox-Spiel, dann könnte ich es auch spielen. Das ist gerade so im Browser. Alter, das hat geklappt. Die Metrodon mit Flügeln wurde eigentlich. Also ja. Oh ja, das sieht mehr aus nach dem, was sein soll, als mein Bild. Es ist eine Schlange mit Flügeln, aber. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht genau, wie die Metrodon aussieht. Das weiß nur Hockey. Das weiß nur ich.
kommt eine Frau beim Arzt. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Oh, ah, jetzt, das war das Bild. Ah, okay, ja, ich hab's nämlich nicht wirklich. Ich konnte es mir nicht ganz herhalten, verstehst du? Krankenschwester. Ja, ich meine, ähnlich. Ah, ist schnell verloren gegangen. Ja, ja. Oh mein fucking Gott, was? Da hat die Dynamik hat sich etwas geändert. Da hat jemand ein stigmatisiertes Bild von wahrscheinlich schlechte Krankenschwestererfahrungen gemacht. Das ist die aus Werner. Los, Fiebermessen! Armer Raucher wird von verrückter Person bedroht. Oh, das hab ich bekommen. Nein. Ah, ja, richtig, das ergibt Sinn. Junge, ich hab's so lange gemacht. Verrückte Person sieht so verrückt aus. Für die paar Linien, ich habe irgendwie die gesamte Zeile aufgebraucht. Man hasst Raucher etwas zu sehr, schießwütig. Ich find's geil, dass du ihn verrückt gemacht hast, dadurch, dass du einfach nur so komische Haare hast. Ich habe in dem Moment verrückt gesagt, ich muss ihn noch ein bisschen verrückter machen. Dann habe ich so Kringel gezeichnet. Ja, wirklich, kaum was gezeichnet. Hast du ein Problem, oder was? Schießwütig, der schießt. Oh mein Gott, Johnny, der Typ rechts, der ist der von Smiling Friends, die erste Folge. Jo, fass mich nicht an, Mann. Du bist voll alt, Mann. Oh, ja, stimmt. Ja, das ist echt. Was machst du auf dieser Party? Geh nach Hause. Ja. Wir sind ein Teenager. Mit der Zigarette. Kommt eine Frau beim Arzt, ist ein bisschen eskaliert, würde ich sagen, vom ersten. Aber die Dynamik von den zwei Leuten, die schießen, ist beibehalten worden. Ja, und der rechte Winkel ist auch wieder da. Wir haben immer zwei Personen. Der bringt immer Leute um. Der rechte Winkel, ja. Die klassische Pistole. Das ist Mogi beim Kochen leckere Sachen. Klassiker. Mogi beim Kochen leckerer Sachen. Das ist eine schöne Beschreibung. Oh, das Bild hatte ich. Du so... Der einzige Koch mit realistischen Maßstäben. Ja, stark. Skybird macht gute Bilder auf jeden Fall. Mhm. Scheiße. Weinst du? Ja. So, ist Zwiebel, so, die ist scharf. Die realistischen Maßstäbe, da sind sie. Es brennt und Moggy weint. So sieht jede Folge aus. Moggy macht einen brennenden Burger. Ich sehe übrigens, wie rund mein Körper da Gerne. Ist. Gerne. Niemand hätte das gesehen, außer dir. Oh mein Gott, Hockey, wie stark. Hockey weiß, wie man den Avatar zeichnet. Ja, das war einfach, aber du hast einfach nur Mario auch draus gemacht. Das ja, die Nase ist zu groß. Diese Mario-Nase. Das ist aber... Ich mach den Burger und die Flamme halt total. Ja. Hockey gönnt sich einen brennenden Burger. Neue DEKMAM-Folge. Kannst du das bitte machen, Hockey? Nö. Ich sehe das Thumbnail schon vor mir. Gleich mache ich dem nächsten Krabbenburger mit Quallengelee. Oh mein Gott. Wow, Alter. Einen ganz geil, besonderen Burger. Den leckersten Burger in der See. Warte, was war denn der Prompt am Anfang? Es war irgendwie, Moggy kocht was, oder? Moggy beim Kochen leckerer Sachen, wurde zu einem Moggy, der einen brennenden Burger. Ist was Leckeres, krass, der ist scharf. Naja. Da bin ich stolz drauf. Das ging ziemlich gut durch eigentlich. Ich würde den probieren. Ich fände es gut, kannst du eine dickere Rimme? Wie sagst du es immer? Dickmirrimme. Er sagt so komisch. Ja, kannst du eine Dickmirrimme-Folge... Das kann man nur komisch aussprechen, aber ja, was? Folge machen, wo du scharfes Essen probierst. Ich sollte mal. Ich würde alles dafür geben, dass du feiern willst. Kannst du mir Empfehlungen schreiben? Halt direkt. Okay, gerne. Oh ja, ich mach morgen die Liste. Johnny prügelt sich mit Känguru und Tuba spielenden Papageien. Kannst du mir auch ein Paket zuschicken? Weil, was? Ja, oh, da hab ich mein gutes Bild gemalt, das weiß ich. Da kommt mein gutes so Bild. Ich mach so eine Leiter, Moggy. Von zu, also Anfängersachen zu tu's lieber nicht. Ey, und wenn du gerade dabei bist, ich werde kein tu's lieber nicht zu mir nehmen. Ja, sag ich ja. Moggy, wenn du gerade dabei bist, könntest du ja mal so ein Schweizer Kräutergetränk probieren. Das heißt Rivella, das ist mein Lieblingsgetränk. Ich dachte Almdudler. Nee, Rivella ist viel besser als Almdudler. Almdudler ist halt der... Die ähneln sich, weil sie beide Kräuterlimonaden sind, aber Rivella ist viel, viel leckerer. Das ist der normale. Ich habe Rivella noch nie gesehen, glaube ich. Rivella ist so lecker. Ja, das wird auch nur in der Schweiz verkauft. Okay, also ich boxe mich mit einem Känguru um einen Tuba spielenden Papageien. Die Tuba fehlt. Die Tuba leider. Und Rato leider Punktabzug. Was ist denn in der Mitte? Achso, der Papagei. Ich mach so drei Striche in der Zeit und Rato da jetzt nicht so übertrieben. Johnny gibt Bäre Weed Vogel. Oh, ach daher, nein, daher kommt der Prompt. Wird dann noch was anderes mit Johnny? Das wird gut. Das ist eine schöne Zeichnung. Ach, das bist du. Ich hab es null gecheckt. Ich hab einfach nur einen Bären gesehen. Genau, ja, keine Ahnung. Nee, du hast da keinen Namen im Gesicht. Ja, aber ich hab den Mund, ich hab den Bart, ich hab sogar das Muttermal. Der Schönheitsfleck. Wer kauft Weed? Wer kauft Weed? Ja, okay, hieran erinnere ich mich. Es ist wahr, ja.
So. Yeah. Ah, oh mein Gott, ich hasse mich dafür, was ich geschrieben habe. Italienischer Bär gibt kein Trinkgeld. Oh mein Gott, das Tütchen ist italienische Flagge. Das ist eine italienische Flagge, ja. Hä, wie gut. Das habe ich nicht verstanden. Italienisch. Ich beärgere nicht die Flagge. Das Bild ist nochmal das gleiche geworden. Ja. Nur mit durchgestrichenem Geld. Ja, nee, finde ich stark. Ach, Johnny, deswegen hast du es gefragt. Känguru mit Tuba spielen Papageienmodus, was auch immer. Ja, der Känguru ist, das Känguru ist auch schnell, sehr schnell verloren gegangen. Aber es war ein Bär. Trauriger orangener Oktopus isst einen Hotdog und Sauerkraut. Wer könnte denn ein orangener Oktopus sein? Ich glaube, es soll ich sein. Guten Abend. Guten Abend miteinander. Orangutan-Tintenfisch weint über sein Essen. Nein! Was ist das? Ist das Müsli mit Pizza? Keine Ahnung, ich glaube, es ist verwirrt. Nee, ich glaube, unten ist auch eine Dose, oder? Keine Ahnung. Lecker aus. Nein, nicht das Eis! Ja. Cue the music. Ich wusste nicht, wie er heißt, okay? Octopus lässt Eis fallen. Octopus. Das ist ja, ein guter Name. Dieser andere im Call. Was ist sein Name? Ist Octopus ein guter Name? Der hat, glaube ich, keinen Namen, oder? Du hast, nur in einem Video über ihn geredet. Vorletztens. Ja. Alter, der Dude. Der Dude ist ein Octopus. Ich habe ihn immer nur der kleine Dude genannt. Der kleine Dude. Alter, soll ich meinen Zweikanal Octopus nennen? Ich finde den Namen eigentlich gar nicht so doof. Aber dein Zweikanal heißt Trash Dude, oder? Ja, eben. Aber ich will ihn ja umbenennen, damit er mehr wie mein Hauptkanal klingt. Hm. Octopus ist ein ganz anderer Name. Das Dude ist ja weg. Der kann ich nur absegnen. Ich finde Octopus auch sehr stark. Ja, oder? Ja. Der Name hat Potenzial. Ja. Ach, deswegen! Deswegen habe ich. LOL. Ich weiß nicht, was aus Monsters versus Aliens mit Maske. Ich hab so. Er kennt sich nicht mal selbst. Nein. Ja, das ist wirklich. Ich trage eine Maske, wie soll ich mich da erkennen? Ich hab sogar den richtigen gefragt. Hey, warum denn so schei? Dude. Wie hast du das gezeichnet? Ich hab sogar dich gefragt, wer Bob ist, und du hast mir die Prompt gegeben. Schau mal, der sieht aus wie Johnny! Ja. Ich habe ja auch echt gezeichnet, also. Würde ich jetzt eine Cappy geben, würde man sagen, es sieht aus wie Wollo. Weil alle meine Charaktere sehen aus wie Wollo. Mogi schon aboliert einen saftigen Burger. Was ist mit mir und Burgern? Ja, vor allem, es ging ja nur darum, dass du Essen machst und dann wurde es zu einem Burger und jetzt ist es wieder mit einem Burger. Das ist das gleiche wie vorhin. Ich weiß übrigens, dass dieses blaue Spongebob-Shirt sich einfach so etabliert hat immer. Ja, stimmt. Ja, immer. Aber aus irgendeinem Grund wird auch manchmal so eine Ente da drauf gezeichnet, oder? Keine Ahnung. So ein gelber Saturn oder so ist voll oft in der Artikel von auf deinem Hemd. Moggy, der liebenswürdige Burgerbrate. Liebenswürdige Burgerbrate habe ich bekommen. Ich wurde wieder nicht fertig. Wieso brauche ich so lange? Die anderen schaffen so ganze Gemälde. Morgi backt Kekse. Oh. Oh nein, ich habe den Funwender nicht zu Ende bekommen und deswegen wurde es zu Keksen. Ja gut, aber Kekse auf einer Platte? Shit. Ich glaube, dann konnte ich meine Antwort auch gleich nicht zu Ende schreiben. Ja, stimmt. Ja, okay. Die Zensur ist wichtig. Warum bist du nackt? Lass das mal. Ja. Morgi backt halt Nacktkekse. Der beste deutschsprachige Isaac-Spieler. Dessen Name mit dem Buchstaben R beginnt, wollte ich machen, aber. Ach so, ich wusste nicht mal rein. Ey, ich war so überfordert. Warte, ihr werdet jetzt genau sehen, wie überfordert ich mit dieser Aussage war, weil ich wusste nicht, was ich da zeichnen sollte. Ich habe auch nur Isaac gezeichnet. Das ist schau mal, awesome. Ich mache so ewig gar nichts und dann mache ich nur das. Es geht um den Isaac-Spieler. Ja, aber ich wusste nicht, wer ist denn das? Ich wusste nicht, dass du das bist, tut mir leid. Moggy schnabuliert einen saftigen Burger, wurde zu. Das ist einfach so traurig. Warte, aber mein gutes Bild kam noch nicht. Das müsste jetzt als letztes ankommen. Eine Runde haben wir noch. Letzte Runde. Johnny stolpert über eine humoristische. Oh mein Gott, das war witzig. Oh, das wird gut laufen. Haben wir es alles gezeichnet? Ich glaube schon. Nein, ich habe die Banane habe ich eigentlich noch versucht zu machen, aber die war da. Die war da. Doch. Da ist ein gelber Punkt. Hier nicht. Ja, der Punkt, den sehe ich auch. Der Punkt. Der alte Johnny stolpert über eine Banane. Das ist voll geil. Ich habe voll ähnlich gezeichnet, nur gespiegelt. Ich habe es auch. Dann habe ich es auch wie Hockey gezeichnet. Fuck you. Namen schreiben, also komm schon, Hockey, wirklich. Du hast das Haar sogar eingebaut. Ja, natürlich, es steht auf deinem Namen. Er macht meinen Namen immer auf mein Gesicht, weil meine Unterschrift in den Cartoons oft so ist. Und, Hockey hat Johnny mit Johnny im Gesicht rutscht über Bananenschale aus. Johnny mit Johnny im Gesicht. Ich will wissen, was Hydratus aus der Plan gemacht hat.
Ja. Oh, what the fuck? Wow, super entstellt einfach. Johnny rutscht auf Banane aus. Okay, jetzt das pass auf, jetzt kommt ein großer überlebt. Moment. Oh nein, sie hat überlebt, oder? Das ist die letzte Zeichnung. Ja. Oh, ja. Sind wir ready für Moggys Bild? Das Kunstwerk ist abgestürzt. Oh mein Gott, das ist so gut. Er macht es sehr schön. Das Einzige, was überlebt hat, glaube ich. War das der Prompt? Yes, ja, das war der Johnny Prompt. Johnny stand mit einer humoristischen Banane. Du hast die voll groß gemacht. Zufällig. Oh ja, stimmt. Wie stark. Ey, aber wird sich schon mal, nach jedem Bild wird es einmal gespiegelt. Einmal links, rechts, links, rechts. Aber ich fall einfach nie hin. Ich bin immer im Gleichgewicht geblieben. Ja. Du stolperst, du fällst ja nicht. Ja. Stimmt, was ist Stolpern eigentlich? Man rutscht ja aus. Stolpern ist, bevor man fällt. Ich meine, wir haben es alle falsch gemacht. Ich hätte eigentlich drüber stolpern müssen und nicht drauf ausrutschen. Tja. Oh stimmt, Stolpern ist ja so nach vorne. Wait, nur ich hab's falsch gemacht. Oder was heißt Stolpern? Ja, doch. Ja, das ist natürlich Schwachsinn. Okay, das war eine gute Aufwärmrunde, würde ich sagen, um nochmal reinzukommen, was das Konzept von Gartiphone ist. Mhm, neue Runde habe ich gehört. Okay, beschreibe einen Satz. Ich habe keine Gedanken gemacht. Was ist denn das hier? Ja, verdammt, aber wir haben mehr Zeit als beim letzten Mal, also alles gut. Wir müssen uns gerade nicht so beeilen. Ich mach jetzt auch was, wo ihr drin vorkommt oder sowas. Das ist viel besser. Ach komm, schon mir fällt nichts ein. Macht was draus. Fällt nichts ein. Na, wisst ihr was? Ich glaube, das erste Wort ersetzt sich nochmal mit was anderem. Okay. Ja, ein komm, Mann, der reinscheißt, das ist doch echt der Witz. Vor allem, was soll man da zeichnen? Fäkalien? Ach du. Oh nein, okay. Ich zeichne ich den. Dass ausgerechnet ich das bekomme. Jetzt muss ich da was draus machen. Um einiges zu detailreich auf jeden Fall schon mal werden. Weißt du, habe ich deins bekommen oder was? Nein, alles gut. Okay. Und? Ich bin was? Oh, und? Mann, ey. Und wie geht's euch da drüben so? Seid ihr zufrieden mit, was ihr bekommen habt? Nee. Ich bin nicht zu 100% zufrieden mit dem gewesen, was ich schreiben musste, um ehrlich zu sein. Da hätten wir was Besseres einfallen können. Aber ist okay. Ist in Ordnung. Doch, ich find's gut, tatsächlich. Bisher gefällt mir, was ich hier sehe. Ich habe auch einiges... Warte, warum haben wir denn noch so viel Zeit? Mehr Zeit... Ja, aber wenn alle abgeben, ist das okay. Also dann hört das auf. Weil man kann abgeben? Ja. Und noch fertig. Einfach auf fertig gehen und wenn das alle machen, dann bricht das auch ab, obwohl es schon... Hat er ja... Ich hab doch keine Ahnung. Ja, aber du kannst auch noch kolorieren und so. Chill doch mal, Moggy. Mach jetzt mal ein paar Kunstwerke da drüben. Ohne Witz. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier anfangen soll. Ich dachte, wir machen hier Zeichenzeugs mal anders. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. So, Bock auf eine neue Folge. Machen wir tatsächlich. Wann? Ja, noch nicht. Aber ich habe schon mal mit Moggy drüber geredet, dass wir eine machen könnten. Schon richtig so. Das ist schon mal weiter als... Ich meine, das ist dein Format. Ja. Ja. Ich muss sagen, mein Bild ist nicht so schlecht. Das es sieht nicht ganz Format. Aus wie das, was es sein soll. Aber ich denke, es ist schwer in Ordnung. Was seid ihr Leute im Chat? Ich bin so zufrieden mit dem, was ich hier fabriziert habe. Weiß zwar nicht, warum diese Füße so sind, wie sie sind, aber irgendwie... Irgendwie so war das, glaube ich. Hm. Nicht noch so joa, Fall. Raum. Läuft schon. Joa, Raum. Was für Raum? Er hat einfach nur Bock mitzuzeichnen. Raum ist, glaube ich, kein Feedback. Diese Runde gewesen. Wird kein neuer Raum gemacht. Keine Ahnung. Raum war einfach nur. Wie komme ich in den Raum? Ach nee. Oh mein Gott, die Leute haben immer dieselben Menschen im Kopf. Ich find's so stark. Oh, ich muss das ja nur beschreiben. Ich muss das ja nicht zeichnen. Huh. Da denke ich mir, oh, wie zeichne ich das denn jetzt am besten? Aber ich muss nur beschreiben, was ich sehe. Zeichnung denkst du, wie zeichne ich das?
Ich möchte übrigens immer noch anmerken, Stream über Hotspot, ein Träumchen, null ausgelassene Frames, trotz 7500er Bitrate. Es ist dein Traum. Was für ein Leben. Wie ein König. Oh mein Gott, ich bin einfach in der Runde, das ist stressig. Gartikphone ist stressig auf jeden Fall. Das ist so stille Post. Scheiße, Zeit. Unter Druck. Wait, was ist das für ein Wort? Hä, das ist wundervoll. Was auch immer ich hier bekomme. Da drin habe ich Übung. Eines meiner liebsten Motive. Was ist das für ein Motiv? Meins? Ja. Gutes. Irgendwie laggt Gartic von bei mir ein bisschen. Ja, vielleicht sollst du über einen Hotspot mal online gehen. Ich hab kein Guthaben. Oh, Scheiße, hab kein Guthaben. Ich hatte jetzt gerade dasselbe Problem wie du, John. Ich hab was gezeichnet, das sah aber aus wie Wollo. Und was geht denn ab? Wieso passiert das? Das passiert halt schnell. Wenn man einen Charakter nimmt, der so simple Proportionen hat, nicht so ungut, und dann eine Cappy gibt. Junge. Na, ich meine halt so simple Cartoon-Proportionen. Dann ist das direkt Zeit, so gezeichnet wie dieser Wollo aus One-on-One Animated halt. So sieht Wollo ja nicht aus, das erinnert einen nur immer an den. Das One-on-One Animated, das war noch was, ne? Das irritiert mich aber gerade hier. Ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig dran. Ja, das war Peak My Flash, muss ich sagen. Also for real. Das war. Also. Nicht meine beste Animation, aber schon die ich am spaßigsten auffand. Was ist denn, was heißt Zomk? Ist das noch was anderes als einfach nur eine dumme Version von OMG oder? Nein. Verpasse ich gerade was? Keine Ahnung, wer schreibt das? Ja, das steht in meiner Prompt. Ja, ist einfach nur dummes OMG. Das ist so dumm. Das ist süß. Na, ist dumm. Nee, nicht das Zomk, sondern. Ich bin zufrieden, denke ich. Was auch immer ich hier zeige. Warum haben wir so viel Zeit? Gib einfach. Nein, Junge, ist gut, dass wir so viel Zeit haben. Ich bin unglaublich unzufrieden mit der Zeichnung gerade. Ich brauche meine Zeit. Ja, aber so dauert. Deswegen meinte ich auch zu Moggy, ich glaube nicht, dass wir nach 2 Stunden fertig sind. Gartic von dort immer so viel länger, als man denkt. Allein das angucken. Mann, chill doch, ist okay. Oh, fuck. Das war jetzt aus Versehen. Ach, da hat schon wieder jemand den Namen gepostet. Können wir es einfach lassen? Could we fucking not? Was denn? Ja, ich schließe immer diese... Ganz recht, wer Namen schreibt, der mache ich nicht mit bei sowas. Können wir es vielleicht einfach lassen? Kann sich einfach einen Namen schreiben und dann sagen, ja, nee, das ist jetzt... Wer es sein soll. Ja, aber, okay, aber bei dem Schreiben finde ich es komisch, wenn jemand die Zeit ausreizt. Ich weiß, die Zeit aus. Ja, du hast schon abgegeben, oder? Ich habe abgegeben. Man muss sie nicht ausnutzen. Ja, man darf machen, was man will. Ausreizen, nicht ausnutzen. Was zum Fick ist dieser Prompt? Dieser Prompt ist so simpel. Was? Wer war das? Was? Oh mein Gott. Zu sauer? Er ist so sauer. Wenn ihr die Scheiße lesen werdet, werdet ihr auch sagen, oh ja, dann weiß ich, was du meinst. Was hat der Prompt dir angetan, Mogi? Zeig's mir an dieser Puppe. Ich versuch's gerade zu zeichnen. Du machst das gut. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Traumas sind nicht immer so leicht zu verarbeiten. Traumata, meinst du? Da hat er recht. Da hat er recht, Johnny. Das ist der neue Nier-Ableger. Nier traumat. Oh, jetzt bin ich wieder sehr zufrieden mit der Zeichnung. Das gefällt mir gar nicht. Nein, das würde funktionieren. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, wenn ich zufrieden bin, bist du unzufrieden, Mogi. Das ist ein trauriges Schicksal. Wer ist das eigentlich hier im Call? Lass das. Sieht schon wieder aus wie Wollo. Obwohl es so ganz eindeutig jemand anderes ist. Wir haben zusammen in einem Bett geschlafen, Mann. Du weißt, wer ich bin, Johnny. Gott. Musstest du das jetzt hier so? Er ist so stolz drauf.
Na, ich bin stolz. Nicht stolz. Ich treasure diese Erfahrung auf jeden Fall. Morgi, habe ich dir jemals erzählt von Hockys cartoonartiger Wegaktion? Nein. Ich habe so geschlafen und also wir haben im selben Bett gepennt auf Madeira und ich wach so auf zu so einem übelst lauten Lärm, wie mein Mikrofonarm irgendwie komplett runtergeknallt ist oder so. Ich guck mich so von der Hockey, schleicht wie so ein Cartoon-Character so auf den Zehenspitzen. So bin ich da zurück ins Bett. Von dem Tatort weg. Ich bin aufgewacht und musste instant lachen. Und dann haben wir den als neuen... ich dich gesehen habe, meinte, hast du halt auch so. Ja, ich bin zusammengeschreckt. Ich war's nicht. Viel Spaß, die Scheiße zu entziffern. Und dann haben wir den neuesten Pixar-Film angeschaut, Mori. Ist das immer noch der neueste? Nein. Die Dings war ja von Pixar. Ich erkenne Pixar-Filme nicht mehr am Arzt, ey, leider. Warte, was war denn der Pixar-Film? Ja, das ist jetzt die gute Frage. Ich weiß es nicht. Scheiße, Mann, was war das? Alter, Scheiße! Nichts, oder? Doch, hundertprozentig, Junge! 100! Was ist das hier? Warte mal! Voltobai. Die bringen hundertprozentig jedes Jahr noch einen Film raus. Da kam tausend was. Warte. Lightyear kam! Natürlich! Lightyear! Du geile Sau! Ja, ja, stimmt, Lightyear. Haben wir im Kino geguckt. Ich nicht. Dieser dumme Ich hab Lightyear geguckt und direkt danach sind wir im Kino geblieben und haben noch einen Film geschaut. Und der war so einfach so eine komplett andere Erfahrung. Es war einfach Everything, Everywhere, All at Once. Die Filme haben sogar irgendwo Gemeinsamkeit, aber das war schon bald mal ein großer Haare. Kontrast. Ja, schon okay. So Striche. Oh, ich habe eine gute Idee, die passend zu dem ist, was wir... Ja, egal. Das seht ihr dann. Es hört doch auf zu fragen. Chill. Keiner hat gefragt. Ja. Basically ist Hockey gelaufen wie Otto Walkes. Ja, wirklich. Es war nicht meine Intention, ich schwör's euch. Natürlich war das die Intention. Ja, ganz klar. Als ob du so wirklich so gehst. Nee, du hast mich erschreckt. Ich hab dich erschreckt, du hast mein komplettes Stream-Setup umgerissen. Was für ein Stream-Setup? Ich dachte, ihr wart im Urlaub. Ja, der wollte ja streamen, aber hat nicht geklappt. Naja. Was ich war Urlaub? Einfach nur entspannt. Nein, das war nicht nur Urlaub, das war die... Hallo? Timo und Sean haben gestreamt, jetzt kann man mich dafür nicht blamen. Ja. Ja, es gibt gar keinen Vlog gemacht. Da gibt's die ganzen Tools hier drüben. Wie sehe ich erst jetzt? Was wir vor allem an Content-Messing gemacht haben, worauf ich am meisten stolz war, ist dann... Ding, das Verstecken. Wir haben ja Versteckis gespielt mit allen zusammen in der Villa. Also erzählt mir nicht, dass ich da nur wegen Content bin. Ich wollte es auch nicht erzählen, mir ist es egal. Willst du mitkommen? Willst du mit nach Madeira? Nö. Wollen wir Versteckis zusammen? Wir fahren nochmal. Wollen wir in der Villa zusammen Versteckis spielen, Moggy? Hättest du da Bock drauf? Wer ist das in der Villa, eigentlich? Aber müssen wir gleich im Bett schlafen. Sollen das? Ja, es gab nicht so viele Betten. Das war eins der Zimmer sah einfach nur aus wie eine Jugendherberge. Ich denke, ich bin fertig. Digga, meine Zeichnungen sehen überhaupt nicht so aus, als bräuchte man so lange, wie ich dafür brauche halt. Siehst du die Tools zum ersten Mal? Ich meine dieses Mal, ja. Dieses Mal? Man hat lange nicht mehr gespielt. Ja, ich habe es bestimmt seit 2 Jahren oder so nicht mehr gespielt. Ich bin stolz auf meine Zeichnung. Oh, Beggarsong. Ja, die gerade eben waren auch sehr solide. Oh mein Gott. Ich habe immer die komplette Zeit ausgenutzt und es sieht immer aus wie so eine Kritzelei einfach bei mir. Warum brauche ich so lang? Warum hat er eine Krone auf? Warte, wait, ist das deine Zeichnung, Moggy? Keine Ahnung. Mit der Krone? Ja, vielleicht nicht. Was steht da? Wie, was steht da? Hat schon wieder jemand geschrieben, statt zu malen? Ja. Oh. Nee. Das muss doch nicht jetzt hier. Wir werden nur ein bisschen Spaß haben. Oh, ist die letzte Runde, oder? Einfach nur, ja. Ist das der letzte Satz? Achso, ja, das mit der Krone war von mir. Oh Mann, dann hätte ich was Lustiges. Ich hab's doch erkannt. Aber der König Johnny. Ich hab's versucht. Seerose. Okay, also hast du die Nerd-Ausstattung gesehen?
Das ist mir aber aufgefallen, ja. Zum Beispiel die großen Beißer. Also der Ursprung dieses Wortes ist tatsächlich sehr interessant. Anzeigemodus mache ich manuell, oder? Ey, Hockey, wie brütet man die Eier bei Angry Birds aus? Das eigentlich nicht. Manuell Anzeigemodus, oder? Ja, manuell auf jeden Fall. Manuell, automatisch vorlesen. Und Vorstellungsablauf anfangen, ja. Okay. Ja. Nur Spaß Ding gemacht. Ist, wenn du im Level Select Screen in die Mitte drückst, dann bekommst du ein goldenes Ei. Banger Runde, ich bin so gespannt. Let's go. Ah, Hockey, was soll denn die Scheiße? Oder? Was, denn kannst du Quacksu nicht zeichnen oder was? Weiß nicht, wie man Quacksu zeichnet. Oh mein Gott, das ist super. Schau mal, die Krone auf dem Kopf. Hat Quacksu gelbe Wangen? Nee, Pinke. Ist nicht mal grün, oder? Quacksu hat doch ein bisschen gelb, oder? Okay. Er hat gelb auf seinem Bauch und unter seinem Mund. Ah doch, jetzt weiß ich, ich hab gerade an Quacksu irgendwie. What the fuck, was oh mein Gott, das wird so lange bleiben. Wie hat das so lange überlebt? Ich bin so gespannt. In dem Fall war der Text angemessen. Ja, das ist auch derselbe Text, von dem ich gesprochen habe. Wie super. Herr Quacksu zu den Locke. Ich dachte mir, ich pack die Krone drauf, weil es sich mit dem Kingstein weiterentwickelt. Ja, ich dachte mir, vielleicht werden Leute es verstehen. Starkes Bild, Aria. King Fabi sagt es Hagua. Das wird so lange überleben. Wieso? Es Hagua. Was soll denn das ursprünglich sein? Es Hagua. Es Hagua. Junge, so ein Mann. So Alter, ich liebe den Kiefer. Starkes Bild. Ich liebe übrigens die Tatsache, dass Sven einen Wikinger-Skin hat. Es Hagua. Ja, das ist. Oh ja, ja. Sven der Große. Es Hagua. Oder der Grausame? Es ist so lange! Es bleibt so lange Junge, da! Hä? Es ist bis zum Schluss und jeder hat es noch erwähnt! Seerose! Ich glaube, was wollt ihr da steht aber Shikwa! Seht ihr das? Da, das war nicht mein Fehler! Ja gut, das war auch ganz am Anfang war es eigentlich auch ein C und kein K. Ich weiß nicht mal, was das überhaupt war! Keine Ahnung! Das war ein Quacksu mit Spiegel und ein Froschkönig Squaw! Okay, pass auf, ich glaube, er wollte schreiben, Froschkönig schaut in den Spiegel und hat sich dann verschrieben. Ja, genau! Und dann ist die Zeit abgelaufen! Ja, nee, oder so, ja. Du kannst ja bearbeiten, wenn du Enter gedrückt hast. Ja, stimmt. Das Zeichen, was Migi in den Chat geschrieben hat. S-H-Q-A. S-H-Q-A. Oh, vor allem das da oben, das erste war ja nur ein C ursprünglich noch. Und dann wurde kamen Leute in K groß gemacht. Ja, dann wird ein K und am Ende, am Ende noch ein I. Schkua! Okay, Johnny. Das ist ein Catchphrase. Der Kolibri bricht bei Morgi zu Hause ein. Ja, kannst du das, wir da zwei von hatten? Ich muss so übel aufzeichnen. Ich hab direkt als nächstes ein Bild. Ich hab von mich auf jeden Fall zweimal gezeichnet. Ja. So, wow. Ich wollte zuerst schreiben, Twitter bricht bei Morgi zu Hause ein und dachte ich irgendwie, was soll das? Daher kam eure Geschichte mit dem Anschleichen. Ja, ja nee, was ich hatte das erzählt, Zim? Deswegen kam ich da drauf. Was meint der? Warte mal, Claudia, ich mein Zimfuli! Was soll das denn? Ja, dann habe ich das halt gemacht, was da steht. Ich hab das mein Zim! Nicht sein Zim, das nicht mein Zim. Da schau, und da hatte ich Fully. Da hatte ich den aus Cave Story eben am Anfang so gezeichnet, dass er eben auch noch einen Bart und diese Dinger, wie nennt man die, diese Piercing-Ding hat, Fully hat da unten so Piercings, oder? Ja, genau, die haben dann gezeichnet die und dann sah er aus wie Wollo. Oh. Das war furchtbar. Ja. Nein, Vollzeit spielt nicht das Zim. Schlecht, Mogi mit einem schwarzen Sack. Ach, du hast Caps auch noch ausgesehen angemacht. Oh, jetzt weiß ich, wo das am Ende hinführt. Ein schwarzen Sack. Ich finde, das sah aus wie ein schwarzes Steak. Oh, Jo, Fully sieht aus, als hätte er ein Bandana und rote grüne Haare. So ein richtiger, so ein Dragon Ball Charakter. Ja, Fully hat ja noch die grünen Kopfhörer. Ja, Moggy so zeichnet so einen Kreis mit einer Brille und einem Bart. Hat dem Moggy eine Abrissbirne an das Köpfchen. Ich find's interessant, dass manchmal Moggy mit Brille jetzt und manchmal ohne gezeichnet wird. Jetzt kommt ein starkes Bild. Ja. Weil er trägt sie echt ewig schon nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob er sie überhaupt doch im PSP-Video hat er sie doch getragen, oder? Nee. Nicht? Mhm. Du hast doch im PSP-Video die Brille getragen. Echt? Ja. Boah, ich kenne dich nur noch aus der Ersatzbank. Aber ich weiß auch immer noch nicht, ob du die Brille überhaupt brauchst oder nicht. Ich bin da so verwirrt von. Man soll den halt im Real Life nicht erkennen und dann weiß man nicht, hat er jetzt eine Brille oder nicht. Das passt so in Videos, es sieht so dumm aus ohne die Brille. Es ist einfach nur so ein leerer Glatzkopf. Ziemlich unwohl. Das bist du halt. 1, 2, 3, ein Kreis. Das ist ein cooles Bild. Du hattest die Brille. Schlecht möge mit einer Abrissbirne. Ja,
Ich hab die komplett weggeblendet, die Brille. Aber sie war da. Ja, das ist doch ganz gut gewesen. Es war nicht das komplett durchgegangen, aber... Es ist gut ausgegangen. Das letzte Bild ist so geil. Ja, Fully ist richtig... Oh mein Gott, Hockey, weißt du, was Fully ist? Ja, was? Henry Stickmin. Ja, ist er. Sowas von, das ist eins genau der gleiche Gesichtsausdruck. Das war übrigens ein starkes Bild mit der Abrissbirne, die Geschwindigkeit ziemlich stark rübergebracht. Ja, das ist eine Sache, an der ich deutlich gescheitert bin, aber das werden wir noch herausfinden. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Mein Prop war dumm. Dicke Melonen. Natürlich. Ich weiß ja nicht, das so schwer. Du hättest jeden anderen dafür. okay. Real Talk. Okay, ganz kurz. Das deine ist doch keine Melone, oder? Was soll das denn? Das sieht mir aus wie eine Birne. Eine gestreifte. Und du meintest damit Quark so. Riesiger Kürbis zum GW-Zirkomplex. Ich dachte, das wäre ein Kürbis. Was sagen Sie jetzt, Johnny? Hockey hat Zomp geschrieben. Das kann nicht wahr sein. Ich krieg immer Hockey-Zomp. Ich schreibe übel auf Zomp. Wer macht denn das nicht? Was macht denn der Zomp eigentlich heutzutage? Das ist immer noch eine dicke Melone. Ja. Vielleicht kommt es nochmal zurück. Irgendwann. Das ist dein eigener Kürbis-Cartoon, der ich sehe. Ja, ist es. Wie meinte ich doch, das ist ja. Er schreibt sogar, ja. Ey, das ist nur mein Artstyle, das ist doch nicht der Aussehen, was das ist. Der sieht genauso aus. Ja, natürlich, weil ich den gezeichnet habe. Ja, Mann! Es gab auch bei dem Emoji-Man gab es auch einen mit einem Kürbisgesicht. Ey, das ist Bikini Bottom! Oh ja, stimmt, Digga. Das ist voll, da ist der Anker und diese Häuser, ja, ich würde auch sagen. Die so auspufferartig sind. Diese, wie witzig. Stark, der Kürbistrupp in Bikini Bottom. Oh mein Gott, stark. Wo kommt das OMG her? Was? Ja, wegen Zombie. Glaubt dich das jetzt? Ja, aber das Zombie ist ja gar nicht zu sehen in dem Bild. Zomp ist zurück. Das hat überlebt. Wie, wo kommt das OMG her? Es ist halt einfach, oh mein Gott, die Truppe überrennt Bikini Bottom. Zirkumflex W Zirkumflex. Oder meinst du, er hat geschummelt? Er hat das im Stream gesehen. Ist das so ein Sponsor? Was so? Ich sag's doch mir. Das ist doch eine Cornflakes-Schachtel. Das sind doch Brandflakes. Wiedersehen, Brandflakes. Ich hab Brandflakes im Laden Krieg gesehen. Ich glaube, SpongeBob attackiert. Ja, doch. Wie gut ist Halloween im Krieg? Einfach nur Halloween. Halloween ist leider dieses Jahr im Krieg. Jetzt zwar Krieg, aber Halloween ist nur einmal im Jahr. Gehen wir eben im Helm raus. Dicke Melonen wurde zu Halloween im Krieg. So ein lustiger Name. Fully und Moggy starten ihre Heavy-Metal-Karriere. Oh, da habe ich mir ein gutes Bild gemalt. Das musste ich auch zeichnen. Das müssen wir alle zeichnen? Dann hat es wahrscheinlich lange überlebt, was war sehr eindeutig, I guess. Interessant, ja, Fully an der Gitarre und ich am Mikrofon. So stark. Du hast vor allem die Kochmütze an. Oh ja, stimmt. Fully und Moggy rocken ehrenlos ein Konzert. Yeah. Aber pass mal auf. Ich hatte noch Mikrofon und Gitarre, okay? Ich hab's jetzt geschrieben. Oh mein Gott, hast du auch gemacht? Oh ja, aber andersrum, geswappt. Ja. Ah, jetzt ist geswappt. Ja, die sind halt Allrounder, die können das so im fliegenden Wechsel während des Konzerts einfach auch. Fully und Moggy sind Teil eines Konzertes. Na? Sind Teil eines Konzertes. Ich muss nicht, wie es Alter, Hockey. Was denn, wie soll man es denn sonst schreiben? Ehrenlos geht. Ja, Rock ehrenlos ein Konzert, ja. Alter. Was ist das Problem? Richtig ehrenlos. Jo, oh, so stark. Diesmal mach ich am Keyboard. So ey, du hast eine schnelle Brille. Moggy ist der Vater aus Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Ja! Das bin ich mein. Nur diese Augenbrauen haben nie die Augen. Aber dieses Mal am Piano. Ich höre richtig, wie das so ein Synthesizer ist und Moggy so richtig abgeht mit so einem 80s-Sound einfach. So wie man ihn kennt. Fully und Moggy machen ein Konzert. Es ist ein Hit. Oh yeah. Fullys Outfit ist halt auch so richtig gut für eine. Also, ja, klar, es ist einfach aus Cave Story, aber ist trotzdem so ein nices Band-Outfit, finde ich. Da sieht man richtig diese Zukunftsmusik, die beiden spielen. Ich find's krass. Ich habe bei Moggys Bild, habe ich Fully, glaube ich, nur erkannt, weil er neben Moggy ist. Weil eigentlich ist das einfach nur ein Typ mit einer roten Kappe. Ja, ich hab die grünen Kopfhörer, die hätte ich nicht im Kopf. Oh ja, stimmt. Aber ich glaube, ich hab's erkannt, weil halt Moggy mit drauf ist. Ja. Ja. Das ist halt echt einfach nur ein Typ mit einer Kappe. Ja, eben. Jetzt bin ich wieder am Mikrofon und Fully an der Gitarre. Die Leute machen sich die Mühe, dieses oder es war immer Albrecht, kann auch sein. Dieses Kreis-Tool zu nehmen. Was soll das denn? Guck mal, Fully ist so einfach Freestyle. Warum ist mein Kopf ein Kreis-Tool? Er hat sich mit Fully so übel die Mühe gegeben und dann macht er nur so ein Kreis-Tool.
dieses extra Switch, um Moggys Kreiskopf zu machen. Fully und Moggy haben eine Band gestartet. Alter, nice! Dann radierst du ein paar Details weg und 1, 2, 3, ein Kreis. Aber du schon wieder Mikrofon. Ja. Ja, geil. Es war. Das lief ziemlich gut durch, würde ich sagen. Die starten ihre Heavy-Metal-Karriere, sind immer noch eine Band zumindest. Ja, ja. Vielleicht haben sie mal die Musikrichtung geswitcht. Ja, nein, zweimal. Die Banane rutscht auf Johnny aus. Ich habe übrigens Kopf nicht hinbekommen, Stein. Banane rutscht auf Johnny aus. Ja, das wird gut laufen, kann ich euch sagen. Das ist doch jetzt schon verloren gegangen, oder? Nö. Nee, okay, stark. Ziemlich genau sogar. Banane rutscht auf Johnny aus. Oh, ja. Oh mein Gott. Genau gleich. Gott, genau gleich. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, es geht nicht durch. Ich hab jetzt schon sagen wollen. Da. So schwer zu zeichnen. Ach so. Schreck ja, da war ich ein bisschen überfordert, was genau ich da sehe. Der Kim hat es sehr stark. Der ist ein bisschen größer als in echt. Johnny sprengt eine lebhafte große Banane. Also die lebt halt, seht ihr das? Die hat so, die hat ein Gesicht. Yeah. Die so, oh! Ach, deswegen lebhaft. Also. Ich wollte lebendig dann noch draus ändern, war die Zeit um. Und das ist dann passiert. Jo, das ist so gut. Ja, da bin ich richtig stolz drauf, die Zeichnung. Ja, voll, ey. Ich eifer danach, so ein Gartikon zu zeichnen. Cartoon-Bösewicht Johnny setzt die Bananenbombe in Brand. Oh, es ist die Bananenbombe. Ja, das ist wirklich. Ich bin nicht Traitor. Der Finger. Das war mit der Banane. Aber schau mal, du hast dieses Shirt an von dir. Ja, oder? Das ist das eine. Das hängt bei mir immer im Hintergrund. Da fehlen nur ein paar Farben. Ja, alle. Aber ich glaube, er wollte es gerade machen. Schon mal, er hat da so einen blauen Schrift. Es wäre als nächstes gekommen, voll gut. Ja. Johnny in Unterhose berührt Bananen. Ja, das könnte auch eine Unterhose sein. Oder eine Windel. Warum nicht beides? Trage ich immer so zum Schlafen. Aber das war gut. Ist die sicherste Kombi. So, Sven. Der alte Marvin ist genüsslich ein Eis auf einer Parkbank. Der Boah, alte Mail. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Oh ja, da habe ich sabotiert. Das ist Lack in der Grabungsstätte. Da habe ich sabotiert, weil gleich jemand in dem Bild einfach Maeve schreiben wird. Okay. Warum hat Maeve eine grüne Brille? Das ist sein Twitch-Avatar. Okay, aber das bedeutet, ja, ich wollte gerade sagen, das Tier wurde, Maeve wurde erkannt. Ja, in dem Fall, Das hätte ich nicht erkannt. Ich hätte es, glaube ich, auch nicht hingekriegt, obwohl ich Maeves Profil mit liebe. Ja, stimmt. Zwiebelt sich ein Brötchen, finde ich stark. Ja, jetzt pass mal auf. Und jetzt kommt die Sabotage. Ja, es sieht doch nicht wirklich aus wie Maeve. Das ist einfach nur so. Wenn es hochkommt, ist das Moggy, weil es ein runder Kopf. Fully ist eine Stulle. Oh mein Gott. verstehe. Es könnte Fully sein. Oh mein Gott, da muss Johnny zeichnen, wie gut. Tja, Und dann kam ich. Kannst dich einfach einen Namen reinschreiben. Nein, wirklich nicht. So läuft das hier nicht. Toast einfach. Ist wirklich ein Toast mit so Salat und richtig so zusammengeklappt. Ist einfach echt Toast. Toast ist Toast. Hä, was? Seid ihr doof? Ist doch ein Toast, ne? Ja, ist es. Ja. Ja, wenn ich mir ein Sandwich mache, sage ich nicht, ich esse Toast. Doch. Das klappt. Aber, ey, Hockey. Oh mein Gott. Es ist so fucking gut. Holy shit. Junge. Glaubt ihr, Fully ist Butter oder Margarine? Das ist so ein guter Fully. Margarine. Ich glaube auch. Ja, und er mag es trotzdem nicht. Er würde sagen, also... Also ich sag's mal so, wenn ich statt Butter... Margarine, aber ich esse lieber Frischkäse oder so, würde er sagen. Ich sag's mal so, wenn ich statt Butter Margarine essen würde, dann würde ich es auch nicht mögen. Ja. Wow, Statement. Ja, das ist kein Statement, ist nicht so gut. Was ein Brett. Okay. Sehr eleganter Fully mit Butterbrot. Das ist ein sehr eleganter Fully. Das stimmt, er trägt ein Hemd. Ja, schau mal, vom Maeve im Eis... zu dem, Das ist eine ganze Mahlzeit. Der alte Maeve ist genüsst ja ein Eis auf einer Parkbank, wurde zu sehr eleganter Fully mit Butterbrot. Morgi, du isst die Butter, die mit Margarine gestreckt ist. Was meinst du? Oh nein. Nächster Prompt. Oh, Morgi, isst du... Die ist echt okay. Diese Butter, die Streichzart ist, oder? Nächster Prompt, ich bin nicht bereit für diese Diskussion. Ich kann nicht glauben, dass es nicht Butter ist. Oh mein Gott, der Morgi-Marathon. Oh mein Gott. Jetzt kommt der schlimmste. So. Jetzt kommt der schlimmste Prompt, den jemals jemand gelesen hat. Lest euch die Scheiße durch. Morgi und seine Klone laufen einen Marathon. Ist das der? Nee. Das
Nee, es wird nicht schlimmer. Moggy bekommt noch einen anderen. Oh nein, ich glaube, Moggy hat meinen bekommen und ich weiß nicht, warum er ihn hat. Diese Haufen Moggys. Die Kochmütze. Jetzt kommt der Prompt, glaube ich. Der mit Moggys Kopfpersona gewinnt gegen seine Moggy-Klone im Spiel. Ja, ich habe die Scheiße gesagt. Was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Was mache ich? Aber ist eine wahre Beschreibung. So gut. Ah, das ist von dir. Ich habe das bekommen. Die sehen ein bisschen, als wären sie im Rollstuhl. Ja, das sieht wirklich so aus. Ja, ich wusste nicht, wie ich renne Beine machen soll. Paralympic Moggys. Sie haben immer Sonic, Semi-Sonic gerannt. Ja, ja. Ganz viel Schlussende der KMRM. Ja, es wurde erkannt. Ich habe die flitzenden Beine auch genauso gezeichnet, wie du es meintest, schau. Ich habe auch so. Oh lol, hat er wirklich. Ja. Ja, die rennen halt. Der eine hat keinen Bock. Achso, du hast den Avatar von Dick gemacht. Ja, ja, ich wusste nicht, wie Dick immer an. Ja, wie ich den darstellen sollte. Ach, deswegen sind sie alle angefressen. Ja, ja, so sieht das Logo aus. Könnt ihr euren Red Mushroom Avatar nicht bitte ändern? Nein, ändert du deinen Scheiß. Nein, ändert ihr den jetzt. Wir waren vorher da. Ist mir auch egal. Ihr habt euch so gegenseitig bedingt. Das ist unfassbar. Okay. Können wir kurz drüber reden, dass das bis zum Ende durchgegangen ist, glaube ich? Ja, wirklich. Auch stimmt. So ziemlich. Nee, aber es hat halt Moggy angefangen Marathon. Mit Moggy Marathon. Ja, okay. Gut. Aber war das ja Moggy Marathon. Ja, ist ja, halt ja. Moggy Marathon. Moggy Hockey. Und Gott sei Dank hatte ich das zuerst. Moggy Hockey. Wobei, wenn man das verbindet und euch beide als Hybrid zeichnen soll, dann kann was Kreatives bei rauskommen. Das ist so gut. Bist du zufällig der Artist von den Thumbnails? Von beiden? Das sieht genauso aus. Also ich muss sagen, dafür, dass er das 90 Sekunden gewaltet hat, habe ich das Gefühl, ich zahle zu viel dafür. Oh, du hast recht, das ist einfach... Ja. Der Hocktor-Moggy. Okay, was wurde darauf geantwortet? Hockey ignoriert, dass er erstmal gekommen ist. Sagt einfach nichts dazu. Aber es ist wahr. Ich muss mich nicht zu allem äußern. Du bist wirklich der Artist für beide. Das ich schon wieder das Kreistool. Moggy und Hockey wurden vom selben Typ. Aber schau mal, ich bin so voll so, oh, und du bist so einfach nur wieder Kreis. Ja, das ist dieser sexy Thaddeus als Maske. Ich glaube, es ist einfach Zufall. Moggy hat Hockys Maske gestohlen und hält sie triumphierend. Ah, okay, das habe ich, glaube ich, das nächste habe ich bekommen. Das nächste war von mir. Der Bau. Das war einfach nur, um dich abzufangen, weil du das vorhin gesagt hast. Ich habe es auch noch bekommen. Mir fällt es jetzt auf. Oh mein Gott, oh nein. Was ist das im Hintergrund? Warum zensiert? Was? Zensiert, weil es dein Gesicht ist. Ach, das bin ich? Bist du dumm? Ach so. Das ist dein ganzes Gimmick. Du hast 5 Videos darüber gemacht oder so. Das ist so witzig. Ich habe ein Video darüber gemacht, eins. Nein, du hast mehrere Shitposts gemacht am 1. April. Ach so, ja, das ist witzig, das mache ich jedes Jahr. Ja. Das ist witzig. Ach so, war doch mehr als eins. Nee, ich dachte, du meinst das ernst gemeinte Video. Ich habe auch mal ein ernst gemeintes Video dazu hochgeladen. Ernst? Aber das hätte ich nicht gesehen. Ja, die Face-Reveals, die kommen dieses Jahr auch wieder, Moggy. Da kommst du nicht drum rum. Oh Gott. Die Cloud Hockeys Maske. Ich dachte, ich verliere die Verbindung. Sieh mal mehr lange bis dahin. Nee, ich habe schon nächste Woche. Ja, ich krieg's nicht. Ich hab schon wieder zensiert. Ich hab das zu zeichnen wie... Ja, ich hatte dieselbe Idee. Dass ich auch einfach... Die böse Moggy meine Maske klaut, lass das. Ja, das warst du, der in Madeira mich geweckt hat. Da hab ich versucht zu zeigen. Also so in etwa sah ich aus, ja. So könnt ihr euch das vorstellen. Ja. Kaltblütiger Moggy köpft in einen blauen... Einen blauen. Was stimmt, es sieht aus, als hätte er den ganzen Kopf mitgenommen. Und nicht der eine blaue. Und ich hab vergessen, den Kopf da hinten noch zu zeichnen. Das ist ja dieser einziges Feature. Dieser eine blaue halt. Ich hab noch gelbe Augenbrauen. Also. Ja, gut. Okay, so jetzt bist du Jornis ganz eigene Raptor-Transformation. Okay. Oh, das ist oh, da kann ich dir sagen, die ging auf jeden Fall durch. Ich hab's bekommen. Ich hab mir richtig Mühe gegeben. Ich find's gut. Das ist wirklich gut geworden. Ich so. Shit. Ich muss mich verwandeln. Transformation komplett. Ja, man versucht es sehr realistisch zu machen. Sieht sehr realistisch aus. Hyperrealistisch. Ich war letztens im Naturkundemuseum, es ist sehr nah dran tatsächlich. Johnnysaurus Rex alias der König der Dinos. Johnnysaurus Rex. Ah, deswegen hat er die Krone auf. Ah, jetzt check ich's. Oh mein Gott, ich liebe das Gesicht. Oh, Pup zeichnet so mit diesen Schriffellinien. So wie man das im Kunstunterricht abtrainiert bekommt, weil die Lehrer alle sagen, hört auf,
Aber wieso niemand, eigentlich? Niemand zeichnet so, weiß ich nicht. Das hilft vielen echt, einfach Linien besser zu machen. Ja, ich mach das bei Skizzen richtig gerne. Ich finde das voll logisch. Es ist ja auch angenehm, weil man sich da so rantasten kann an die richtige Form, die man halt haben will. Ja, genau. Sieht ein bisschen aus wie ein Undertale-Character. Das stimmt. Das ist so der Cousin von Alphys. Das ist der Tyrannosaurus Rex-König. Da hat sich der Morgi nicht lumpen lassen. Ich mag die Welle. Entschuldigung. Was soll das? Entschuldigung, haben Sie noch Peperonis da? Das ist aber nicht scharf genug, dieses Essen. Stark. Es häuft sich in letzter Zeit, dass ich Hasenzähne habe. Weil Kunstlehrer manchmal echt bescheuert sind, ja. Das sowieso. Also meine Lehrer, ich habe mich so mit der gefälzt und angelegt. Ansonsten. Ich war noch nicht drin, schreibt einer. Ja, so wie hunderte andere Leute auch. Ich war noch nicht drin. Hallo, ich glaube, ich war noch nicht dran. Kann mir jemand den Link whispern? Sollst du jetzt zum Lotto gehen und sagen, hallo, ich hatte noch nicht meinen Sechser mit Zusatzzahl. Entschuldigung, ich habe noch nicht gewonnen. Ich habe noch nicht gewonnen, könnten wir es ändern? Ich glaube, ich bin jetzt langsam dran. Könnten wir da was machen eigentlich, oder? Wenn ich mich zwischen einer Runde Gartic von und einem Sechser im Lotto entscheiden müsste, würde ich den Sechser nehmen, nichts für ungut. Ja, und genau Leute wie du gewinnen dann das Geld im Lotto und sagen sich, ich war ja vielleicht schon nicht vorbereitet. Hätte ich das gewusst, dass ich auf einmal Geld der Freundschaft vorziehe, dann hätte ich das alles nicht gemacht. Aber im Nachhinein lernt man wohl was dazu. Allein nichts für ungut. Nichts für ungut, das ist ein schlechter Charakter. Nichts für ungut. Die kaufen genau, sich ganz wichtig, jetzt, ihr müsst einen Comic zeichnen. Alle, die jetzt mitmachen, die haben jetzt Ach, es geht zu gut. Das wird nicht, ein Comic das wird nicht zeichnen. Ja, also ihr fangt jetzt an, ihr macht jetzt erstmal nur ein Panel. Denkt euch irgendwas aus. Aber als nächstes Bild, das erkläre ich dann, wenn es soweit ist, oder ist einfacher. Okay. Macht einfach irgendeine coole Situation. Eigentlich genau wie eben, nur ihr fangt mit der Zeichnung an. Und vielleicht etwas, was eine Story anfangen könnte. Macht einfach den ersten Panel von einem Comic. Ja. Genau, also irgendwie, ich habe was Gutes. Da ich viele Comics zeichne, ist das kein Problem für mich. Du zeichnest wirklich viele Comics, oder? Nein, was? Nicht einen. Verdammt. Aber wir haben alle als Kinder Comics gezeichnet, oder? Alle hier im Hohl. Ja. Daumenkinos waren der gute Stoff. Oh. Ich habe welche von Dragon Ball Charakteren gemacht und das war die Aura von Dragon Ball Charakteren und sind mit jeder Seite dann ein bisschen größer geworden und haben dann so ein bisschen hin und her gestruggelt. Und dann hast du den Sound dazu gemacht? Nein. Natürlich. Nein. Erzähl mir doch nichts. Bin ich dumm. Shit. Sehe ich aus wie ein Idiot. Ich gesagt habe, mit dem Farbfüller statt dem Pinsel verwendet. Ich bin doch nicht dumm. Ist doch nicht dumm. Ich habe nie Daumenkinos gemacht. Ich auch nicht. Ich wollte es machen, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich hab nicht gecheckt, wie man es macht. Nee, ich habe es gemacht. Ich habe es ja auch auf YouTube hochgeladen. Ah ja, das hast du wirklich gemacht. Warte, wie mache ich weiter? Ich habe einen lustigen Charakter gemacht. Ich mache jetzt weiter. Der braucht noch was. Oh, jetzt habe ich eine Idee. Mach ich noch. Nee, ich glaube, ich lasse es. Ja, ich glaube, ich bin auch zufrieden, ehrlich gesagt. Ist ein Mysterium noch. Oh nein, da fehlt noch was. Und eine Tür im Hintergrund zu zeichnen ist auch immer eine ganz gute Idee, weil dann kann der Nächste immer mit der Tür irgendwas Gutes machen. Das gefällt mir jedes Mal. Aber nur, wenn man will. Genau, und ihr kriegt jetzt das Bild. Also wirklich alle, die gerade mitspielen, hört bitte zu. Ihr bekommt ein Bild und ihr sollt genau die Situation, die ihr da seht, jetzt nicht nochmal zeichnen, sondern weiterführen. Also, was passiert als nächstes? Ihr könntet auch zum Beispiel, wenn ihr gar keine Idee habt, kann es auch manchmal ganz witzig kommen, so einfach zu schreiben, währenddessen ganz woanders oder so. Aber, falls ihr eine Idee habt, am besten, mit demselben Charakter irgendwas weiterführendes machen. Also, oh mein Gott, wie aufwendig. Ihr macht jetzt aus dem Bild die zweite Seite oder die nächste Seite. Scheiße, ich habe leider keine Ahnung, was das Panel. Ich weiß leider nicht, was das ist. Ist das Problem. Dann war es nicht von mir. Meins war nämlich Was passiert als nächstes? Meins also war ich göttlich. Ich habe eine Vermutung, was das sein könnte, aber irgendwie... Okay, ich probiere es mal.
Gott, ich musste mir halt auch merken, wie das aussieht und ich hab's jetzt schon vergessen. Ich auch. Ich weiß gar nicht mehr. Scheiße, da stand irgendwas, aber ich weiß nicht was. Da stand eine Beschreibung von einem Laden. Mist. Mistekiste. Domino 1! Mist. So ein Mist. Mochtest du Bernd das Brot? Ich mochte Bernd das Brot und Briegel und Chili. Briegel der Bursch. Ich hab mal Moment, einfach nur. Heißt Chili. Ich hab mal einfach. Ihr wollt jetzt sagen, Chili. Das heißt Chili! Nee, die heißt Chili, oder? Ja, ja, weiß ja. Weiß ich gerade nicht. Das war TTT mit Chili. Das sind die Chilis. Was keinen Sinn macht, weil es sind Schildkröten. Das macht ein bisschen Sinn, aber. Ups. Wie, das Schildkröten Chilis heißt, macht keinen Sinn für dich. Doch, aber ich finde Schildis würde ja, eher aber, implizieren, das, weißt du? Aber Morgi, weißt du. Ist nicht falsch. Morgi, weißt du, warum das Schaf aus Bernd das Brot Chili hieß? Nö. Weil sie scharf ist, wie eine Chili. Also ein Schaf. Weil sie ein Schaf ist. Oh mein Gott. Haben die das mal gesagt oder ist das deine Headcanon? Es ist so, nee, es ist so. Achso, und haben sie es mal gesagt? Ja. Ich glaube, als Kind habe ich das vielleicht sogar gedacht. Ja. Wieso vertraust du mir nicht? Ich habe mal Faktenvideos gemacht. Ich ja auch. Alles in Vertrauen hier nicht. Und ich vertraue euch beiden nicht. Hast du mal Faktenvideos gemacht, Johnny? Nein, Leuten, die Faktenvideos machen, vertraue ich generell nicht. Die bilden sich nämlich ein, sie wüssten, wie die Welt funktioniert. Ja, normal. Fakten, sowas kenne ich gar nicht. Ihr braucht ewig. Ich habe mal ein Bild von Briegel dem Busch getwittert und dazu geschrieben, Briegel der Busch. Ich bin so stolz auf dieses Bild. Einer der erfolgreichsten Tweets, die ich je gemacht habe, war einfach nur Briegel der Busch. Ich bin so stolz auf dieses Bild. Ey, glaub mir, Johnny, du hast viel bessere Tweets schon gemacht. Ja, aber der war erfolgreich. Also von den Stats her hatte der super viele Likes. Oh, WTF. Einfach nur Briegel der Busch. So, und jetzt geht's weiter, ne? Also immer, was ihr bekommt was und was passiert als nächstes in der Geschichte? Oh Gott, was passiert als nächstes in der Geschichte? Ich weiß es nicht. Ich liebe diese Darstellung von Morgi, aber bin ich ehrlich. Dann hoffe ich, dass es mein Bild war. Ja, war ein Kreis. Wirklich? Nein, nicht, es war nicht das Bild von dir, sondern du kamst da drin vor. Ist ja kein Spoiler. Wir können davon ausgehen, dass wir öfter mal in diesen Geschichten sind. Aber hört auf, mich den Blauen zu nennen. Der andere im Call, ist das besser? Ja, ich bin eine tatsächliche Person und keine Cartoon-Charakter. Soll ich dich mal beißen? Egal. Nein, okay, du wirst nicht über TTT hinauswachsen, will dir nicht sein. Stopp. Hab ich auch nicht geschafft. Wirklich nicht, oder? Schon. Ich lebe im Schatten. Ja, ich auch. Im Gegensatz zu dir beschwere ich mich nicht. Um wen geht's gerade? Geht's gerade um mich oder geht's um Johnny? Keine Ahnung. Okay. Morgen geht eh nicht zu. Ups. Nee, ist okay. Wie läuft's eigentlich diesem Jahr? Johnny, du hast ja ein paar Ziele. Du meinst, wie weit ich mit meinem Kinderbuch gekommen bin? Das und mein Flash-Überzeug und so, hast du da mal einen Plan? Nee, also ich weiß, dass du noch nicht hochgeladen hast, aber ich meine so, hast du irgendwie schon Ideen oder so? Ich fahre demnächst in Urlaub. Das sind so meine Pläne, die ich cool. Wohin fährst du? Bulgarien. Schon wieder? Nee, ich war Slowenien. Nie. Das war Slowenien, oder? Ja. Wir waren mal in Slowenien. Auf einem Berg. Okay. Ich find's so lustig, was ihr sagt. Findest du lustig, was wir sagen? Ja. Ja. Shit, komm schon, ich brauch noch ein bisschen Zeit. Shit. Ja, egal, gut genug. Ja, ich denke, ich bin mit meinem auch zufrieden. Das Comic-Ding macht wirklich Spaß. Das ist eine der besten Kategorien, ich liebe das. Ja, perfekt, ich liebe es. Stark. Was steht denn da? Ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Was, da steht was? Ist es zufälligerweise Siku oder wie auch immer das Wort vorhin war? Nein, ich glaube nicht. Squaw, ich weiß nicht mehr.
schrecklich. Oh Gott, das ist schrecklich. Wie sah das, das aus? Das habe ich jetzt schon wieder komplett vergessen. Ja, man hätte noch die transparenten Dings machen können, aber ich glaube, dann ist man zu verleitet, nichts Neues zu machen. Ja, ja. Also dann würde man sehen... Räusper dich mal. Nee, aber was davor gezeichnet wurde, aber das ist dann... Aber dagegen bin ich auch, ich finde das nicht gut. Ich weiß jetzt gar nicht, will ich... Nee, ich mache keinen Hinweis darauf, wer das sein könnte. Ist er blau? Nein, nein, also... Ich mache wirklich keinen Hinweis, der Nächste soll sich überlegen. Ist es der Blaue? Der Blaue. Achso, der Nächste soll entscheiden. Achso, jetzt verstehe ich es, glaube ich. Obwohl, es ist ein bisschen lame, wenn ich es nicht mache, glaube ich. Wie rum ist das Dollarzeichen? Warte, ich hab's auf der Tastatur. Okay. Ist es ein S? Nee, ja. Wait, ist es andersrum? Doch, es ist ein S. Es ist ein S. Warum ist es eigentlich ein S? Es ist übrigens ein S. Aber warum? Ja, warum ist... Ja, warum ist Euro ein Ö? Keine Ahnung. Frag mich doch, warum Jens ein Ö ist. Ich hab's überhaupt nicht ausgesprochen, du Schwanz. Das war genau mein Gedanke. Ja. Was wollte ich noch machen? Ich wurde mental ausgedribbelt. Oh ja. Nein. Aber das Pundgeroll. Ich hab jetzt doch den blauen gemacht. Das Pfund-Symbol sieht auch ganz komisch aus. Ist ein L oder so. Das Pfund? Nein, Pfund ist ein L? Es sieht für mich aus wie ein L. Also ein ganz so komisches Zeichen. Schreibschrift ist L. Ist das deine Mutter? Ja. Okay. Oh Gott, jo, das ist so stressig. Was sehe ich denn hier? Was ist das für ein Bild? Okay, ich hab eine Idee. Okay. Okay. Was ist das für ein Bild? Junge, Junge. Okay. Chat, was ist das für Musik, die ich gerade höre? Es klingt wie Mount Luigi, aber irgendwie kommst du mir nicht bekannt vor. Oh ja, warum haben wir eigentlich ein Watch Together? Weil morgen die Xbox-Playlist gehört hat, da hatte ich keine Lust drauf. Was meint ihr damit überhaupt? Der kann es doch nicht ernst meinen, oder? Warum nicht? Was ist das denn? Hä? Was soll denn das sein? Das heißt Relaxing and Chilling Music for Studying Xbox Soundtracks. Mhm. Hä, das ist so, als würde man sagen Nintendo Music, oder nicht? Ja, okay, ist ja gut. Also weiß ich jetzt nicht. Also ist das? Ist das so? Hör den Nintendo-Fanboy an, wenn er hört, dass jemand vielleicht eine bessere Konsole gefunden hat. Eine, Mann, die nicht für Babys ist. Niemand hört sich Xbox-Musik an. Ja, geht's gut. Ich hoffe, du redest von Hockey, nicht von mir. Ich glaube, er redet von mir, ja. Das liegt daran, weil ich geheult habe, wie ein Baby. Deswegen. Weil ich geheult habe, wie ein Baby? Ja, wie ein Baby. Wie ein Baby. Hä, so heulen Babys doch. Stopp, was geht hier ab? Oh, Mutter, ich will die Milch. Hört sie euch an! Oh, Mutter! Ich hätte jetzt wirklich gerne die Brust. Könnte ich bitte die Brust haben? Okay. Na, wobei kann ich noch ein paar Details machen. Ist doch nur, reichlich Platz. Das hat alles nur verwirrend gemacht. Okay. Oh nein, jetzt sieht's aus, als würde er gamen. Na gut. Gamen? Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen einen Gamer gezeichnet. Kannst du nicht Hockey sein. Morgi hasst dieses Wort. Hä? Moment, Gamer. Stopp, warum sagst du das? Willst du von mir behaupten, ich bin kein Gamer? Wait, was ist das hier für ein Comic? Was soll da denn jetzt passieren? Doch, ich game momentan Persona 5. Hm. Unter anderem. Und das Crossover zwischen Layton und Phoenix Wright. Hm. Bin ich auch am Spielen. Spielst du auch, ja, richtige so. Spiele? Hä, ich kann das auch noch spielen.
Sind das keine richtigen... Komm schon. Das sind ja wohl 1er-Spiele. Das sind doch Spiele, die Gamer spielen. Ich muss die Frage mal beantworten. Zum Beispiel Doom. Ja, was spielst du denn? Jeden Tag Potato oder was? Was mit Ruhe? Da hat er dich. Da kannst du nichts sagen. Das ist das drittmeistgespielte Spiel auf dem Steam Deck. Hab mal die Schnauze. Auf dem Steam Deck? Was? Nö, alles gut. Nee. Hör du bei deiner Xbox-Playlist gleich. Ich hör doch bei deiner Xbox-Playlist und spiel mit deinem Steam Deck. Du Gamer. Ich hab mir vorhin Yooka-Laylee auf dem Steam Deck runtergeladen. Dann dachte ich mir, ich würde lieber Descenders spielen. Ja. Was ist Descenders? Was ist Descenders? Ja! Das Fahrradspiel. Es macht voll Spaß. Ich hab seitdem ein bisschen im Singleplayer gespielt. Kommt bald ein Video auf YouTube von, mit den Buben. Hm. Oh, endlich. Warte, ihr habt vor lange nicht zusammen hochgeladen, kann das sein? Nö. Nein. Da kommt ständig was. Kann das sein? Was war das letzte Video? Mario Party. Ja, das zählt nicht. Vor 2-3 Tagen oder so. Das zählt nicht. Hä? Ja, nee, okay, dann kommst du vielleicht nur so rüber. Ich bin verwirrt, keine Ahnung, scheiße, ist doch egal. Davor, Ersatzbank. Ultimate ja gut, Chicken Ersatzbank Horse ist ja voll nicht lang her. Ersatzbank ist ja kein... Ultimate Chicken Horse? Ersatzbank zählt ja nicht. Ultimate Chicken Horse? Ersatzbank zählt ja nicht. Ja, Ultimate Chicken Horse, das stimmt. Ich hab keine Ahnung. Wie kann ich trotzdem so lange brauchen? Ich wollte nur was schreiben. Es gab auch mal so einen Typ, der hat im Kommentar geschrieben, oh, also... Morgis Videos waren ja echt mal cool, aber er bricht irgendwie alle Projekte sowieso nur ab. Dann meinte ich zu ihm, was habe ich denn so abgebrochen? Und dann meinte er so, okay, One-on-One Mario Galaxy. Dann irgendwie noch zwei andere Spiele. Seitdem hasst er dich bereit. Das hat er mir nie einfach gab einfach dieses Video von vor 7 Jahren. Hä, wurde das abgebrochen? Keine Ahnung, ich glaube schon. Wird schon stimmen. Nein. Ich weiß nicht. Aber Galaxy hat doch Wolo eine Strafe für gemacht. Weiß ich weiß wirklich nicht mehr. Es kann schon sein, dass was passiert hier gerade? Ich weiß ja nicht, was das ist. Warum ist da ein Burger an diesem Berg? Ja, also doch. So langsam sollte man auch das Finale ankündigen in der Geschichte. Jetzt erreicht die... Oh, nee, aber ist noch nicht. Erreicht seinen Höhepunkt. Ist noch nicht. Nein, nein. Aber, also jetzt der Höhepunkt und in 2 Panels ist das Ende, so. Ja, ich glaube, ich zeichne gerade tatsächlich einen Höhepunkt, ja. Jetzt machen wir den dramatischen Höhepunkt hier. Da bekommt man keine Probleme mit Twitch, wenn man den Höhepunkt zeigt, oder? Doch. Du meinst den Climax? Ich zeichne genau das, was du in deinem Kopf hast, Morgi. Du Schlawiner. Ich weiß tatsächlich nicht, wie weit man bei Gartifo gehen kann. Keine Ahnung. Kann man es gab Dicks kann man sicher zeichnen und so. Ich meine, eigentlich frage ich mich das nicht. Das ist halt genau wie in jedem anderen Twitch-Stream, wo man was zeichnet. Manche Sachen darf man und wenn es zu explizit wird, halt logischerweise nicht mehr. Ja, ich denke auch. Ach, deswegen streamt Hockey nicht. Naja. Deswegen mache ich keine Art-Streams. Ich mache doch Art... Achso, du. Meine... Hey, was soll das? Ich dachte, es war ein Vorwurf gegen mich. Ja, dann denk das halt. Ja. Nee, alles gut. Nee, warum machst du keine Art-Streams? Erzähl mal. Weil es nicht als Highlight-Stream sieht. Weil das mal... Ja, das ist nicht das Problem. Das meinst du aber mal. Nein, ich sehe es als Highlight-Stream, habe ich gesagt, glaube ich. Das muss ein Highlight bleiben, das mache ich nicht ständig. Du machst es gerne, weil du lieber Highlight-Streams machst. Ich mache am liebsten Highlight-Streams, ja. Aber das ist einer, aber es muss ein Highlight bleiben. Deswegen mache ich es nicht so oft. Das ergibt doch viel mehr Sinn, wie soll ich sonst... Das ist für mich ein Highlight, wenn ich mal zeichne. Scheiße, ich wollte noch irgendwie einen Superhelden zeichnen. Das ist doch schon wieder die Geschichte, wo ich vorhin auch schon war. Was ist das hier? Oh Gott! Okay. Jo, das ist jetzt wild. Ich weiß, was soll ich denn daraus machen? Ja, was Gutes. Werden die Bilder denn alle in ein Bild geschnitten von Gartic? Nein. Wobei doch, am Ende kriegt man so ein Gift davon, glaube ich, ja. Ja, wenn man es sich das ist super cool.
Beim Comic-Mode kann man aber auch theoretisch weniger Mitspieler machen und kürzere Runden, weil es auch witzig. Wenn man einfach so kurze Comics hat. Aber ich weiß nicht, was ich daraus machen soll jetzt. Oh, oh. Das kannst du dir was anschauen. Scheiße, 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 scheiße. Okay, ich weiß. Jetzt kommt mein Notausstieg, immer wenn mir nichts einfällt. Mach ich das. Ich muss kurz, Okay, so sieht er aus. Okay, beim Dimetro, du hast vorher nicht gegoogelt, aber, na gut. Ja. Nein, ich hab im Chat kurz den, Pensive-Emoji gemacht. Ich hab gehört, du hast vorher den, bei Johnny im Chat den Online-Emoji gemacht. Emoji. Oh, so ja. Unangenehm. Das war so peinlich, die haben mich alle ausgelacht. Das war mega peinlich, ja. Vor allem Johnny. Ich habe auch herzlich gelacht, ja. Ich fand's halt einfach unangenehm. Ich würde mir auch wünschen, dass du es nicht wiederholst. Sag mal, hier ist so eine blaue Figur. Kann es sein, dass ich das bin, oder ist das einfach... Ja, egal, wahrscheinlich. Der blaue? Ja, der ist blau. Vermutlich bin das ich. Wer ist denn der blaue? Ich. Warum sollte man auf deinem Channel vorbeischauen? Das war ja so unangenehm. In jeder CT-Runde habt ihr mich das gefragt. Also wirklich. Hast du gerade Schnauze gesagt? Ne, ich hab gesagt, hab ich nicht. Hast du mich gerade Hurensohn genannt? Ich denke, das ist ein guter. Oh nein, da fehlt noch was. Jetzt gleich letztes Bild übrigens. Weil das ist ja noch nicht das letzte Bild. Das ist noch nicht das letzte. Nee, das ist das vorletzte. Jetzt. Oh nein, das ist nicht gut. Morgen jetzt schon so Ende. Ganz Ende. Ja, ich hab schon das Ende gemacht. Das kannst du aber jetzt machen. Du kannst aber einfach. Lass das und dann schau mal, was der nächste da macht. Ja. Dann sterb ich sie halt jetzt. Ich verstehe dieses Bild nicht. Dann war es nicht von mir. Meins war nämlich leicht verständlich. Nee, dann wird das nicht dein sein. Shit, ich hätte mir besser merken müssen, was ich da eben gesehen habe. Da war irgendwie noch mehr. Ich glaube, ich bin zufrieden, Chef. Ich glaube, das ist gut. Wie mache ich jetzt am besten weiter? Hier machen wir noch eine Sonne. Die kommt immer gut. Und wenn man schon dabei ist, muss man natürlich zeigen, wo der Himmel ist. Warum läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass irgendwelche Waffen schießen? Ja! Perfekt. Ich glaube, ich hab... Aber was super witzig am Ende ist, wenn man so eine harmlose Situation hat, plötzlich sieht jemand eine Waffe. Das kommt eigentlich immer ganz gut. Es ist wirklich aber immer die Pointe, wenn man hier in Garde kommt. Ja, wir schauen mal, wie gut das geworden ist. Ich hatte auch schon gesagt, da waren so richtig, wirklich so talentierte Leute dabei, dass da einfach so eine Kampfsequenz entstanden ist, wo Mario eine Piranha-Pflanze verprügelt und so. Da will ich mir hier nicht also, zu viele Hoffnungen machen. Ich wollte gerade sagen, es kommt auf euch an. Gute Runde. Ja, ich bin schon fertig mit dem Zeichnen. Letzte Zeichnung ist Bombe. Hast du wortwörtlich eine Bombe gezeichnet? Ich riech da doch. Bombenpistolen! Ich riech da doch Schabernack. Ich schenke mir was zu trinken an. Hello there, General Kenobi! Nice. Ich bin so gespannt, was hier rauskommen wird. Ohne Witz. So mag ich mein Shit. Comics macht wirklich super Spaß. Ich glaube, da kommen so unterhaltsame Situationen. Comics ist der beste Modus. Das heißt ja man eigentlich auch mal denselben Comic. Nee, da gibt keinen Sinn, ja. Also man ist doch, immer doch, das kann man machen. Ich glaube, man kann irgendwie so einstellen. Man kann irgendwie so einstellen, dass man das durchwechselt. Dass man zu 9 trotzdem 18 Okay. Oder so. Ja. Aber oh nein, da könnte ich noch. Jetzt okay. Am Schluss war Morgi noch so richtig im Picasso-Modus. Ich dachte, ich kam gut voran. Aus dem Honigkuchen. Okay, ich bin so ready. Oh, das ist super. Okay. Mein Anfang war... Yo! Garfield, Morgi! Alter, das ist so Garfield. Ich hasse Donnerstag. Mit dem guten verbrannten sein. Burger. In dicke Da ist er wieder. Ja. Verbrannte Burger. Mm.
Aber er liebt Lasagne. Oh nein. Oh mein Gott, nein. Man weiß, würde er nie mehr. Ja, da, ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Aber ich habe ja, versucht, ich dachte mir, was denn ist denn an den Luftgang? Bestimmt die Erde. Sinne die Nerd-Sinne von Johnny. Ich sollte Hockey auch noch zeichnen. Ich hab die Augen runter. Diese Nerd-Szene gibt's nicht mal mehr als Emoji. Das ist voll sad. Ah, der Nerd-Emoji ist gestorben. Auf Android zumindest. Oh, wirklich? Aber es ist gut, dass es explodiert und Moggy ist dann nicht dein Weltall. Ja, Moggy ist explodiert und wir beide wurden weggesprengt. Ja, das ist persistent. Ich find's gut. Im Nebenraum oder so. Oh, wir werden gerettet. Hey, wieso hab ich da 3 Punkte auf meinem Kopf? Da kommt eine fliegende Untertasse. Weil du jetzt du bist jetzt ein Alien. Du bist halt Hindu geworden. Es ist so. Hey, ich bin einfach weg. Du wurdest nicht gerettet. Ja, ich weiß nur meine Maske. Das ist schon. Du lebst da einfach jetzt so wie so schon. Was hast du denn in deiner Hand? Das sind Aliens. Ja, natürlich habe ich eine fucking Schild. Hey, Alter, willst du nicht was von meiner Stunde schon? Oh, scheiße. Ach, das Raumschiff ist in so einem Berg gecrashed. Ach, das ist ein UFO. Ja, ja. Oh, ja, das habe ich auch gesehen. Und das Alien ist totgequetscht worden. Ich dachte, da ist irgendwie so ein Stein. Aber ja, pass auf, es geht nicht so falsch weiter. Das Ey, fällt dann halt runter und ich das auch. Das ist eine gute Geschichte. Und das Alien ist oben verreckt. Und das was sind halt das da links, sehen. Johnny? Ja, da sollte noch ein Superheld hin, der mich irgendwie auffangen könnte oder so. Wow. Dessen Spider-Sense ist jetzt... Ja, warum ist der so groß? Naja, sollte so im Vordergrund sein. Ich wollte noch so zeigen, dass er fliegt. So ein Layer oder was? Ja. Das ist nicht viel geschafft zu zeichnen, Johnny, muss ich sagen. Er hat mich auch nicht gerettet. Das ist einfach nur, ich bin verreckt. Und er so... wo wir gerade bei Emojis sind. Okay, was ist da? Ich hab einen violetten Pullover an. Tja, Johnny, das ist also ein Vermächtnis. Ich muss ihn nochmal von Anfang an durchgehen. Morgi, mag ich dich daran erinnern, dass du im ersten Bild schon gestorben bist? Ja, aber die ganze Welt ist explodiert, also ist das schon okay. Also ich habe einen Burger gemacht. Also ich habe wirklich lange überlebt. Dann ist explodiert. Die ganze Erde ist explodiert. Hockey war auch noch da. Dann kam UFO, hat Johnny mitgenommen, Hockey hat er ignoriert. Ja, dann waren sie ein bisschen unterwegs, haben sich gemeinsam eine Chilischote geteilt. Das hat ihn so abgelenkt, dass er nicht mehr richtig fliegen konnte. Vielleicht hat er ein bisschen Chili in die Augen bekommen und hat dann nicht mehr gesehen, wo er hinfliegt. Die Wand geklatscht, dann ist er runtergefallen. Es passt halt immer noch, du hast den Stein, aber es funktioniert trotzdem so gut. Ja, ich dachte, es ist so ein Hinkelstein. Er ist auf den Boden gelandet und die Nahaufnahme erst tot. Oh, das ist ein starker Comic. Der ist gut geworden, ja. Ich hoffe, alle sind so. Ich glaube, die werden noch so viel besser. Okay. Jetzt Person auf der Erde, die überlebt hat, ist Hockey. Stimmt, weil ich bin ja auch noch gestorben. Oh cool, ich hab mit dir angefangen, du mit mir. Oh true. Ja, aber Moggy kann ich mit deinem... Nee, ich hab mit Moggy angefangen. Dann müsste Moggy jetzt Moggy mit dir an. Moggy müsste mit mir mit anfangen. Ja, ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich mit dir angefangen habe. Oh nein, ich hab mit was ganz anderem angefangen. Aber, coole Box. Es gibt auch noch andere Planeten als du, die Erde. Oh, da kam die Schildkröte her. Chili, scheiße. Und jemand kommt durch die Tür, ich liebe es, zum Glück. Oh shit! Jemand klaut dir die Schildkröte! Nein! Ja gut, ich meine meinetwegen! Ich hab die Schildkröte! Ja, was ist, wenn es keine Mine ist? Ja, so, weiß ich ja nicht. Traurig. Das war einfach nur eine Schildkröte, wie so ein Meine Schildkröte! Meine Schilli! Ja, Schilli mit SH, das ist so. So typisch, aber kennst du auch Er hat sie umgebracht! Aber! Fuck, ist so auf. Traurig! Pass auf! Das ist ein Walross! Achte! Oh mein Gott! Ja, jetzt pass auf, Hockey. Jetzt bin ich dran. Oh mein Gott! Okay, was machst du jetzt? Nice. Ah, wie gut. Ja! Ja, Mann! Es ist so gut! Können wir diese Waffe reinprogrammieren, bitte? Ich brauche eine Zombie-Chili. Nein! Oh mein Gott! Scheiße! Nein. Das ist doch Mario! Das sind die natürlichen Erzfeinde von Den Schilden. Erkenne ich doch! Oh Gott! Das werden ganz viele, oder? Nein, das sind einfach nur in Einzelteile zerteilt. Ist einfach nur, Chili wurde zerquetscht. Am Ende, okay. Also, für mich Hockey sind das hat ein Paket bekommen. Da war eine Schildkröte drin. Dann freut er sich. Dann hat sie ihm jemand geklaut. Und dann war er traurig und dann war Chili tot. Er hat sie wohl gegessen oder so. Dann kam Chili als Zombie wieder. War ganz glücklich und dann kam er wieder und hat sie zerquetscht. Ach, das ist Hockey in deinem Kopf? Der die Schildkröte jetzt einfach tot macht. Nein, der Typ, der die Schildkröte der Hockey geklaut hat, hat sie da, kam wieder und hat sie dann wieder tot gequetscht. Er bringt sie um sie nochmal umzubringen. Ja. Der wollte sie tot sehen. Ich glaube, das ist Mario. Aber gute Geschichte. Okay, ich bin gespannt für den nächsten. Oh, mein ich bin so gespannt, was daraus wird. Wie hast du angefangen? Der M-Dax, meine Freunde. Der fucking M-Dax. Der Käse ist auf dem Weg zum M-Dax.
was Windows dir manchmal unten einfach anzeigt, wenn da nicht gerade das Wetter steht oder so. Ist das so mittags? Oh, das ist Pac-Man, der sich um die Aktien sorgt. Oh nein, nein, der DAX läuft nicht gut. Und ich habe gerade erst die Flitterwochen mit Miss Pac-Man geplant. Was macht er da kaputt? Der trampelt doch auf irgendwas. Er hüpft den Loch rein. Oh, es geht aber wieder hoch. Oh, das ist so. Oh ja, stimmt. Oh ja, es geht wirklich hoch. Grüne Zahlen. Ja? Vielleicht grüne Zahlen. Oh mein Gott, wie gut das ist. Da ist eine Maus. Das war ich, weil es mit Käse angefangen hat. Wo kommt diese Maus her? Keine Ahnung. Aber unser Comic ist einfach gerade, wir zeichnen einfach, wie so ein Aktienkurs verläuft. Mal sehen, wo er als nächstes hingeht. Haben wir sinnvoll investiert? Oder es wird noch richtig spannend. Oh ja! Yeah, schade, dass wir die Käse nicht beibehalten haben, aber scheiße, das ist okay. Nee. Ich hasse, was ich gemacht habe jetzt, weil wir uns gerade so freuen, oh, dass nein, der Aktienkurs Johnny hochgegangen ist. Aufgrund dieser Ereignisse stürzt die Weltwirtschaft in eine irreparable Krise. In meinem Kopf läuft dazu auch die Star Wars Musik. Ich glaube, es hat nicht wirklich was ruiniert, dadurch, dass wir hatten da vorher nicht wirklich einen Charakter oder so. Ich meine, klar, der war am Anfang Käse, ja, aber das ist sollen sie also, du kannst nicht einfach meinen Charakter jetzt so shit talken. Tut mir leid. Der hat nicht wirklich einen Charakter. Wir hatten nicht wirklich einen Charakter am Anfang. Es war ein Käse mit Zylinder und Aktentasche, wie viel Charakter. Ja, wir hatten ja keine, war ja gar keine, was? War ja gar niemand von uns. Ist ja gar kein Charakter. Das zählt nein, ja gar nicht. Gar nicht. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sterben sie halt jetzt. Ach, oh, Fully ist bereit, sie zu jagen. Ich hab da gelesen, dann sterben sie ich halt jetzt. Ich war so verwirrt davon. Ja, okay, auf jeden Fall stirbt er halt dann. Oh mein Gott, und jetzt ist Fully auch tot. Also ja, es wird am Ende ein bisschen ich hab den Artstyle verloren des Comics ein bisschen gekidnappt. Oh, in eine neue Richtung. Der DAX, aber Fuel Sweet hat sich entschuldigt dafür, dass er den Käse nicht gut zeichnen konnte. Das respektiere ich. Also, wir hatten am Anfang den Käse, der zum DAX rüberschaut, zum Aktienkurs, aber verdammt, läuft nicht gut. Macht ihn sauer. Er bricht zusammen, er weint. Er vergießt bittere Tränen. Aber dann geht's wieder hoch. Aber was er nicht wusste, ist, dass die Ruhe vor dem Sturm quasi war. Denn jetzt, der Kurs hätte nicht so hoch gehen sollen, das ist schrecklich. Und daraufhin ging die große Krise los. Was Fully überhaupt nicht schmeckt. Und dann ist pass auf, in meinem Headcanon ist dadurch die ganze Gesellschaft zugrunde gegangen. Und das, was übrig geblieben ist, ist unser Kopfgeldjäger Fully, der in dieser postapokalyptischen Welt unterwegs ist und noch die übrigen, Börsenleute jagt. Allerdings geht's irgendwie schief. Fully hält nichts von Investoren. Ja, aber es lief nicht gut für ihn. Er ist direkt gestorben an irgendwas. sein Herz hat aufgegeben. Er war gerade noch so drauf und dran. Okay. Neri. Wie heißt es denn? Fully gegen die Broker. Es ist einfach. Okay. Ja. Okay, da überlegt sich jemand vielleicht einen Morgenpilz zu essen. Er hat kein Bart, also wer weiß, wer er ist. Bin mir nicht sicher, es könnte giftig sein, aber ich schlag mal zu. Bisher ein schöner Ablauf. Pass auf, Johnny, pass auf. Okay. Verstehe ich nicht. Oh Gott. Das hab ich aber gesehen. Junge. Das ist ein One Piece Character. Nein, eine Zwiebel geschnitten. Mir ist nichts eingefallen. Ja, doch, okay, also er ist diesen. Scheiße, wir haben es verloren. Wir haben es verloren. Nein, nicht. Was? Was ist hier? Was ist das? Ey, das ist gerade wie Lost. Ist das Lost? Ich glaube, der Comic ist Lost. Oh, da kommt der Emoji-Pilz zurück. Oh, okay, ein bisschen konsistent. Oh, das habe ich jetzt erst verstanden. Es ist leider schon vorbei. Was soll das für ein lahmes Ende sein, Johnny? Ich hab das nicht erkannt, dass da jemand aus dem Grab rauskommt. Ich dachte, der wurde umgebracht, der andere. Und dann dachte ich mir, die Geschichte ist schon vorbei. Ich muss sagen, sie hat sehr stark angefangen, aber dann irgendwie, als die zwei Gesichter kamen, war es vorbei. Ja. Yeah.
Ja, was soll ich machen? Ich meine, ich verstehe, dass mein Bild nach nichts aussah, aber ich wusste ja auch nicht, was ich machen soll. Aber das von Hockey sieht so gut aus, dieses Zittern und so. Die Zähne sind krass. Das Ding ist, was soll man zeichnen, nachdem er das Ding gegessen hat? Also da weiß ich wirklich nicht, was hier passiert ist. Ja. Der ist dann wieder auferstanden und dann habe ich es einfach beendet, weil ich nicht gecheckt habe, dass der wieder aufersteht. Ich mag es, dass du es aber nochmal so klein zusammengefasst hast. Du hast es nochmal so klein nebendran gezeichnet. Ja, das zoomt so raus und dann kommen so die Credits, weißt du? Das war so der letzte Shot. Ich wusste nicht, was ich da sehe. Also, ich sag, das haben wir ein wenig verloren, aber ist okay. Hat stark jetzt angefangen, hat stark nachgelassen. Ja. Oh, das ist ein Pokerspiel zwischen Morgi und mir. Ja, werde ich verlieren. Das käme auf den Versuch an. Ich hab gewonnen. Siehst du? Gut angetäuscht, mein Freund. Das ist nicht gewonnen, Morgi. Ich hab's nicht durchschaut, scheiße. Am selben Abend, nur später. Nur später. Oh mein Gott, das macht so viel Sinn. Okay, was soll das? Das ist mein Geld, das habe ich gewonnen. Warum macht das Sinn? Oh mein Gott, ich liebe es. Wie gut. Von wem hast du die 10? Alter, was? Ich nehme mein Geld zurück, okay. Mann, schau mal, wie ich aussehe. Was ist das? Er hat mir nicht mal Augen gegeben, ich bin einfach nur ein blaues Männchen. Ja, dein Gesicht ist auf der anderen Seite. Ach so, ja, du rennst gerade auf ihn zu. Nee, hast recht. Mann, guck mich doch an. Ja, gib ihm seinem Hart beim Poker und spielt das Geld zurück. Aber das sieht cool aus hier, dieser Schlag mit der sehr dynamisch. Auch wenn ich zu viele Arme hab. Nee, das ist doch... Das ist schon 2. Oh mein Gott. Das dritte unten dran ist doch so eine, wie so eine Art Schwing, wie so ein Schwung. Oh, ach so, ja, das ist quasi zu... Oh, okay, verstehe. Genau. Ja, deswegen fand ich voll krass, weil so voll die Was Bewegung. Hast du denn aber für einen Hammer? Warum bin ich jetzt der Dieb? Das war mein Geld, das hab ich fair und ehrlich gewonnen. So, seit wann ist der rote Hammer so ein Trade von Moggy irgendwie? Nee, das war einfach nur dieses Teil. Ich dachte, Möge wäre Dieb gewesen, das denke ich immer alle. Womit man die Chips beim Roulette so zusammenzieht, das hat er als Waffe mitgenommen. Oh mein Gott, das Geld! Das Geld war der wahre Feind. Okay, das sah aus wie Moggy, obwohl den hab ich gar nicht gesehen. Ja, ich vergessen. Du beschwerst dich, wie du gezeichnet bist. Ja, ich hab das einfach weiter. Da habe ich euch sogar gefragt, da habe ich doch sogar gesagt, ich weiß nicht, dass ein blauer Typ auf dem Boden ist. Soll ich das sein? Ja. Okay, aber mein Bild war okay. Das ist eine gute Abwehrfunktion fürs Geld. So funktioniert das in Wirklichkeit, wenn man eine Bank überfällt, dann geht auch eine Farbbombe hoch. Ja, die Moral von der Geschichte. Morgi sollte kein Glück. Ich kann scheinbar nicht gewinnen. Er hat alles gewonnen und am Ende doch alles verloren. Ich hab gewonnen. Okay, gehen wir nochmal durch. Ich hab gegen Johnny und ich, wir haben ein bisschen gepokert. Dann habe ich gewonnen. Ein selber Abend nur später hat Hockey mein Geld geklaut. Dann hatte ich Hammer, Axt, keine Ahnung, ich habe ihn aufgehalten, zu Boden geschlagen, dann hatte ich mein Geld wieder zurück. Das Problem ist nur, dass das Geld ja nicht gut darauf zu sprechen war und dann hat es mir ins Gesicht geschossen. Ich mag das, wo es dir ins Gesicht schießt. Du hattest vorher bereits ein rustiges oder so eine Maske und jetzt hast du nochmal ein rustiges Gesicht. Ach ja! Das heißt, du hast diesen visuellen Prompt genommen und einfach nochmal neu interpretiert. Er hat sich die Maske weggeschossen. Jetzt braucht er keine mehr. Okay, es ist ein starker Comic gewesen. Jetzt ist er eh unkenntlich. Okay. Oha! Yo, Alter! Scheiße, glaub, Alter! Eine ordentliche Rakete gezündet. Scheiße, Alter. Morgi ist richtig. Oh, ich weiß, was hier raus wird. Jetzt? Ja, ich auch. Oh, Scheiße. Ich weiß auch schon, was da raus wird, glaube ich. Schau mal, wie aus diesem Pilz immer mehr ein Haus wird. Es steht irgendwas von Smoking. Smoking Kills. Smoking Kills. Glaube ich. Es ist wirklich ein Haus, da ist einfach ein Rauch. Ja, nee, ist wirklich ein Haus. Ja, Yo, Alter, siehst du auch dieses laufende Haus? Da sollte Milf draufstehen auf der Tasse. Das ist Fully. Stimmt. Smoking verwandelt euch eher in Häuser. Ja, das hat's der Arbeit. Jetzt muss er auch noch in zur Arbeit gehen. Nach Volldruff. Der normale Gang eines Vorstadtgebäudes. Oh. Er wird aber in den PC gezogen. Wird in den Bildschirm geführt. Oh nein, take on me, gar kein Bock. Nicht das Haus. Ach so! Verdammt, guck mal, Scheiße. Wie sollte ich daraus denn irgendwas. Ich hab nicht gewusst, dass das ein Bildschirm ist. Ich dachte, der ist tot.
Warte, da ist, der ist durch eine Hauswand. Ah, du hast eine Hauswand gezeichnet, das ist komisch. Nein, nein, also da kommt jetzt einfach das Kool-Aid-Maskottchen. Ja, aber das Kool-Aid-Maskottchen bricht durch eine Hauswand, Johnny. Das ist super Meta. Ja, das stimmt. Oh yeah! Oh yeah! Sehr gut. Ende. Ja, das trifft's ganz gut, denke ich. Das ist ein Hockey-Video. Das war Ende. Okay, der alte Pilz hat sich ordentlich einen reingezogen. Dann kam ein unbekannter Typ, hat ihn erwischt, hat er ihm gesagt, dass Rauchen tötet. Möge er langsam zum Haus wird, man nicht begeistert davon. Vor Schreck ist er zu einem Haus geworden und zur Arbeit gegangen. Ja. Ich dachte, es wäre ein Haus, okay? Wer macht einen eckigen Pilz? Es ist auch ein Haus. Okay, wer macht einen Pilz aus Rechtecken? Vorher war es halt so ein gezeichneter Pilz, dann war es ein Viereck mit einem Kreis oben drauf und dann war es ein Viereck mit einem Viereck. Und dann ein Viereck mit einem Dreieck. Und ein Viereck mit einem Dreieck. Wir sind alle Formen durchgegangen. Was sollte das denn? Aber ich mag, dass die Türen Mund Tobi, was geht? Das ist wirklich süß. Ja. Dann wird der Monitor gesaugt und erschlagen vom Monitor. Oh yeah. Es ist voll aus, als hätte das Kool-Aid. Also, er wäre zwar reingezogen worden, aber es war die ganze Zeit nur ein Trick vom Kool-Aid. Ja, ja. Er hat ihn so reingelockt. Nein, er wurde nie reingezogen. Der hat ihn einfach seinen Hinterkopf genommen und da so reingeschlagen. Oh ja, stimmt. Er wollte ihn komplett verprügeln, einfach nur. Ja. Das sieht beim Kari-Bild. Bei dem Bild von Kari könnte es auch sein, als würde er ihn so. Als wäre die Hand so hinter ihm und ja, ihn genau. So reindrücken. Ja, genau. Der haut ihn jetzt auf die Tastatur. Brutale Geschichte. Guter Comic. Tragisch. Oh, Tacos. Oh, da stand Tacos? Ich hab mir nicht gemerkt, was da stand. Okay, Schirmtex holt sich ein Taco. Da stand Kiosk. Na egal. Du hast ihn nicht gemerkt. Nee, ich hab mir... Ganz am Kiosk, Anfang, was auch immer. Ganz am Anfang hab ich da Disco hingeschrieben und dachte, nee, da stand doch nicht Disco, oder? Tacos. Man kommt so näher. Ich werde den Taco-Stand ausräumen. Nein, nein, das ist nur ein Kiosk. Das ist ein Kiosk. Wir sind keine Tacos mehr. Okay, was wird hier noch passieren? Oh, Fully rettet den Tag. Oh Alter. Nein, ich weiß doch nicht, Fully am Ende passieren wird. Niemand konnte sich merken, was da steht. Was da stand, nee. Irgendwas mit Karkus. Irgendwas mit Malzbier, oder? Irgendwas mit Malzbier. Und er nimmt ihm die Waffe weg. Oh, das ist Fully ist unser Held. Ich dachte, das ist ein Boomerang. Pistole weg, Mann. Ja. Yo. Aber Fully wurde auch kein Held. Er ist das größere Übel. Oh nein. Das größere Übel. Er macht doch viel mehr Schaden. Oha. Oh mein Gott, Fully wird die Welt brennen sehen. Einfach nur. Fully fliegt über Leichen. Weißt Shit. Du? Oh, ich hab ihn scheinbar... Nee, warte. Ach so. Ich dachte, das wäre ich. Dasselbe Fully wie vorhin, der da mit seinem Schwert losgeht. Und da dachte ich, dass es das letzte Bild ist. Und ich bin sehr stolz drauf, okay? Der Tacos-Typ hatte ja vorhin wenigstens noch ein Motiv, aber Fully war einfach nur Mörder. Ich dachte, das wäre Blut. Ja. Ich bin zurück. Nein, Fully ist gestorben. Ich dachte, ich muss ein bisschen auf die Kreise setzen. Fully, wieso hast du dich so gemacht? Ich weiß auch nicht, ich dachte, das wäre lustig. Wieso ist es lustig? Oh Gott. Oh. Was? Ich glaube, das ist geil. Du bist auch zum Hinduismus konvertiert. Mein Bruder. Ja, warum? Gut. Warum diese drei Punkte? Was? Haben wir Kari im Chat? Was mit den drei Punkten? Was haben unsere drei Augen gemacht? Was sollte das damals? Oh Gott, okay. Das war ein wilder Comic. Ja. Das ich wollte den Geist von Fully zu dir winken zeichnen. Das sehe ich auch. Man denkt, dieser Superheld-Fully kommt, um den Tag zu rennen, aber dann fängt einfach nur an, alles in die Luft zu jagen und Leute zu verprügeln. Oh Gott, warte. Es hat damit angefangen, ihr wollt den Taco-Stand überfallen. Und dann war es ein Kiosk. Und dann war es ein Car. Aber Fully kam, um den Übeltäter aufzuhalten. Er hat die Waffe weggeworfen. Aber als wir nicht wussten, Fully ist ein Captain Hero in Wirklichkeit. Aber den Mann hat er auch weggeworfen. Und dementsprechend hat er hat die Leute nicht gerettet. Der hat nur noch viel mehr Schaden angerichtet. Er hat sie alle vernichtet. Und dann habe ich ihn scheinbar erschossen. Oh, scheiße. Aber dann war ich traurig. Es tut mir leid, Fully. Ich wusste nicht, dass du bist. Tränen. Und dann kam Fully's Geist wieder. Was ist das Letzte? Dann bist du einfach nur so ein Alien. Also, meine Möglichkeit...
Bei dem Moggy-Bild, er trauert so und dann kommt Kari immer so. Das ist voll gruselig. Man sieht ihn da so trauern und dann so. Meine Katze ist auf die Tastatur gelaufen und irgendwie konnte ich die Augen nicht wegmachen. Das stimmt, okay. Ja, das glaube ich. Das heißt einfach, dass du sprachlos warst. Das sind diese drei Punkte, wenn man das da, was du gerade lädt. Was wusste ich nicht, was ich damit anfangen soll? Ich glaube doch gar nicht. Alter, ich glaube, Hockey sieht Leichen. Ach, meinst du, das ist Hockey? Keine Ahnung, das ist blauer Kopf. Das sind doch Autos da unten, das sind also, keine Leichen. Da unten sind Safe-Autos. Und ja. Oh, meint ihr? Ich dachte, steht auf so einem Haus, habe ich mir so vorgestellt, und ist so ein Superheld. Und jetzt schwingt er sich gleich runter. Spanky, was war der Anfang? Ich wollte einfach... Okay, das mit den Autos, ja. Ja, aber, ich hab die Perspektive ein bisschen geändert. Hat der Spunky geschrieben, jetzt wird's mir anders. Genau, das mit dem Helden. Oh, es sollte wirklich ein Held und Autos unten sein. Es ist ein Held. Es ist nicht Godzilla. Sehr gut. Und Godzuki. Oh, das war geil, weil schon mal, er springt auf das Auto. Jo! Oh, das ist so gut. Ja! Wie stark. Können wir eine Runde nur mit Hockey und mir machen? Alter, dieser Superheld soll bitte jetzt weitergeführt werden. Ich hoffe, der geht kaputt. Ja, das ist voll der gute... Irgendwie mag ich das Design jetzt. Oh, nein. Wir haben alles verloren. Ich glaube, das wird nichts mehr. Aber wir haben noch Moggy. Ich dachte, das wäre irgendwie Völkerball. Und ich habe Völkerball-Pokal gewonnen. Ja! Mein Gott, ich sehe das Feld. Ich dachte, es wäre irgendwie ein Sportplatz und ich werfe da den Völkerball. Ach so. Das Lenkrad ist dein Ball. Oh nein, es war ein Auto. Und jetzt hat er plötzlich einen Preis gewonnen. Und einen Ball in der Hand. Und der Preis ist ihm scheißegal. Es geht ihm ums Spiel. Okay. Wie Moggy da aussieht, Junge. Völkerball aus Leidenschaft. Mit der Nase. Die Nase. Hey, das sieht aus wie... Oh mein Gott. Nein, nicht der Pokal. No. Du willst ihn fangen, oder? Ja, du hast den Ball jetzt auch weggeworfen. Was ist denn da los? Ja, Moggy ist... Warum endet das immer so? Ich bin einfach immer tot. Du wolltest ihn fangen, aber dann hast du dich ein bisschen Musste so auf deinen Toten Hockey mal. Guck mal, wie Moggy ihn anschaut. Ja. Auf dem Also von dem Superheld ist nicht mehr viel übrig. Oh Gott. Alter, dieser Superheld, der auf dem Autodach landet, ist insane. Ich finde vor allem die ersten drei... Die ersten drei sind super stark. Die hat auch voll die krassen Perspektiven. Ja, das und ist so ein Film, wirklich. Und dann hab ich dich jetzt erkannt. Vor allem, jetzt wo ich so sehe, ich sehe das Auto, aber ich dachte, das wäre irgendwie ein Sportplatz oder so. Ich dachte, das ist vielleicht ein Baum. Ich glaube, aber Kari hatte eigentlich was Cooles vor, dass der halt eindringt ins Auto und das Autodach so aufreißt und da reingeht. Oh, ja. Ja, ich denke auch. Das Lenkrad ist halt so Ball geworden. Das ist so geil. Aber ich liebe von Dryforce wirklich dieses Bild von Moggy mit dieser Nase. Das ist so lustig. Ja, das erinnert mich auch übelst an irgendeinen Arzt. Ja, mich auch. Aber ich weiß nicht, was es ist. Nein, ich glaube, ich auch nicht. Okay. Dann wurde Hockey davon erschlagen. Ich lieb, wie Hockey erschlagen ist bei Neri und wie du da hinguckst. So richtig teilnahmslos. Das ist mir voll. Das ist ganz normal. Also. Was ist das? Erinnert mich ein bisschen an Globox. Ja, der würde da jetzt stehen und sagen: Das Handbuch sagt, wir sind die besten Freunde. Und dann lacht er ihn aus. Okay, Mu hat das wird sehr grafisch, da möchte ich mich direkt für entschuldigen. Da ist die Sonne in der Ecke. Hast du wieder ein Völkerballturnier gewonnen? Oh nein! Jo. Er hat ihn einfach so die eiskalt erschossen. Hey, warte, hast du einen Kochmütze davor schon an? Nee, hat's nicht, ey. Was soll das? Daran erkennt man dich besser. Nein, warum zeigt er keine Brille? Das Bild ist von Moggy selbst. Ich finde es so gut, wie bereit er war, so sich grafisch zu zeichnen, wie er Fully super brutal durch die Brust schießt. Hä, warum hast du den Moggy so gezeichnet? Wie, was meinst du? Nee, man erkennt ja gar nicht, dass du das bist. Alter, das stimmt. Ich er hat dir so super viele Hinweise gegeben mit der Mütze und so. Ich hätte die Mütze nochmal können. Ja, ich wusste, dass es Moggy ist, aber ich dachte auch, dass man den als Moggy erkennt. Ich war irgendwie abgelenkt in dem Moment. Ich mag es, dass draußen die Sirenen sind, das ist gut. Ja, und er bereut die Tat auch gerade. Ja, okay. Also, es ist Moggy. Ja, ich mag das mit 1-0. Da ist unsere Telefonnummer, rufen sie doch an, wenn es Probleme gibt. Auf ihrer Brust steht so 1-1-0. Der Lobo.
Notruf, falls man ihn mal vergessen sollte, steht auf jedem Officer drauf. 110. Oh Gott, was? Wo bin ich jetzt erschossen? Der hat mit seiner Nase weggeschossen. Zack. Du warst sehr gewalttätig, du hast die Hände hochgenommen und dann dachte er, sie ist so okay. Und Folli ist fuck yes! Er ist Folli zurück! Spooky hatte keine Ahnung von Folli. Oh Gott. Wie kann es jetzt... Wie kann sich die Story so sehr gedreht haben? Wirklich. Ha, dran gekriegt! Ich hab mich nur mit dem Polizisten abgesprochen, das war Platzpatron. Gott, wie endet es? Nice. Oh, das war eine her, wilde oder? Reise. Oh, das ist mit der beste Comic von allen. Ja. Ja, man weiß nicht, was real ist. Welche Pistole war jetzt echt und welche nicht? Wer hat wen verarscht? Der Polizist Moggy? Fully Moggy oder Moggy alle? Dieser 110 ist so lustig. Das 110 hat mich gekillt, Alter. Ich zeichne einen Polizist und schreibe 110 drauf, damit ich erkenne. Ja. Das waren starke Comics. Alright, let's do this. Ah, shit, ich habe ja keine Gedanken gemacht, womit ich anfangen will. Das hat Loki gerade so voll auf thematisiert. Habt ihr eigentlich schon eine Idee? Selber schuld. Nö. Hab ich schon eine Idee? Also ich habe jetzt eine Idee. Okay. Hab ich auch heute. Ja, okay, alles klar, gut. Mann. Das ist ja alles gut. Für dich. Es freut mich für dich. Mich auch. Gut, schön, fein. Wir sind uns ja einig. Ach, shit. Ich wollte nicht mit euch streiten. Ich schon. Mach ich tatsächlich gerne. Zeichnet einer von euch Moggy als Garfield-Charakter? Weil das hat vorher nicht so gut funktioniert. Ja, du. Nee, ich nicht. Tu's. Nein, nicht schon wieder. Der geht eh wieder verloren. Verstehe ich nicht. Schon okay. Weil ich heul. Ja, es war nicht so deep. Hättest eigentlich drauf holen können. Ja, aber es war hauptsächlich nicht lustig, was soll denn das? Wow. Es war einfach nur emotional. Würdest du nicht verstehen? Nee, tue ich ja auch ganz offensichtlich nicht. Was soll denn das? Zeichne. Ich will nicht hinterkommen. Haben wir noch viel Zeit? Oh Gott, Hälfte noch scheiße. Alter. Wir haben so vor 5 Sekunden angefangen. Nee, wir haben vor wenig Zeit nur noch. Kein Scheiß. Schau mal oben. Wie viel willst du machen? Schau mal nach. Fertig. Schau mal auf die Zeit, Johnny! Schau doch! Ja, du hast recht. Ich geb dir doch recht. Oh mein Gott, ich werd so gut mit der Zeit hin. Ah, geil. Okay, sehr schön. Warte, ich habe schon wieder dieselbe Prop gehabt wie eben. Ich hatte eben so ein Paket. Jetzt wollte ich wieder sowas Ähnliches machen. Gut, das ist gut geworden. Ich glaube so. Es sind ein paar lustige Takes im Chat zu dem Bild. Ich kann sie leider nicht vorlesen. Aber sie sind wirklich lustig. Können wirklich wir dir da vertrauen? Lustig. Okay. Ich vertraue dir da, mein Freund. Was? Wer ist da was? Okay, das bin ich, glaube ich. Okay, es ist wieder an der Zeit. Es geht mal wieder los. Zeit für ein verrücktes Abenteuer, Arschkeks. Woher kommt das? Das war Pokémon, aber mit Tieren, oder? So ähnlich, das war so eine Mario Party Parodie von Yo. Nintendo. Aber aus derselben Zeit. In einer Aufnahme, wo ihr Ding gespielt habt, dieses Scribble-Ding da. Da hat irgendjemand. Da war was mit Pokémon und Tieren. Mein Gesicht ist ein scheiß Achteck oder so. Das habe ich gesagt, wahrscheinlich. Aber nee, das hast du nicht gesagt. Mein Gesicht ist ein verdammtes Achteck. Das war so ein Sound, der abgespielt wurde. Oder bin ich dumm? Ja, ich glaube, ich habe das bist du dumm. Nachgemacht.
Dann hast du es wirklich gut nachgemacht. Ich habe mich voll gewundert. Ich habe mich da zurückgespult und dachte, warum sollte Morgi das einfügen oder so? Ich war so verwirrt davon. Mein Gesicht ist ein verficktes Achteck. Ja, genau. Alter, dann hast du es wirklich gut nachgemacht. Ich schwöre, ich suche die Stelle raus. Du hast es so gut nachgemacht. Dann. Danke, Mann. Krass. Mach ich gerne. Pokémon aber mit Tieren, hä? Ich liebe Pokémon aber mit Tieren tatsächlich. Gorillas können nicht schwimmen. Da wollte ich ein bisschen, da hatte ich zu große Augen, jetzt krieg ich's nicht gezeichnet. Ich quote Pokémon aber mit Tieren tatsächlich noch relativ viel. Hört mir auf. Riech mal meinen Finger. Du mieser Drecks! Ja, und dann war da dieser Affe, der sich mit dem Frosch. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das ist richtig. Gutes Ding. Ich nehme den Hund, des Menschen ist bester Freund. Yeah! Yeah! Wie ein Abklatsch dann. Ich liebe auch, dass Blacklight da irgendwie immer so ein bisschen falsches Deutsch geredet hat in vielen Sätzen, aber es ist irgendwie. Des Menschen ist bester Freund, das klang irgendwie so immer so ein bisschen. Anders als Ich habe hier eine wilde Perspektive gemacht, meine Freunde. Eine wilde Perspektive. Wild. Oha, so ach ja, genau. Drin. An deinem 7. Geburtstag bekommst du dein Pokémon. Ja, aber redet einfach so. Ja, aber was ist denn der 7. Geburtstag? So reden Leute. Kann man, manche Leute sagen 7. Ja, das muss Dialekt sein. Ich meine ja nur. Aber ich finde es immer merkwürdig, wenn Leute das machen. Weißt du, was ich merkwürdig finde, wenn Leute das machen? Was denn? Keine Ahnung. Ja. Jungs, hör auf. Safe. Was sehe ich hier? Was soll ich daraus machen? Keine Ahnung. Wer ist das? Okay. Das ist das, was ich da gesehen habe. Was ich hier gerade mache, ergibt auch überhaupt keinen Sinn, oder? Ja, okay. Morgi, hast du vorhin zufälligerweise einen Käse gezeichnet? Also nicht vorhin jetzt in der letzten Runde, sondern jetzt in dieser Runde? Ja. Vorhin. Könnte schon sein, warum? Das ist eine wilde Perspektive, die du hier siehst. Sagt ihr Käse oder Käse? Käse. Ich glaube Käse. Jo, Käse. Ja, okay. Wir kommen ja auch aus Süddeutschland. Sagt ihr Küche oder Küche? Küche. An sich Küche. Ich glaube, ich sage auch öfter Küche. Weil es lustiger klingt. Sagst du lustig? Johnny, sagst du Tschüss oder Tschüss? Sagst du Tschüss oder Tschüss? Tschüss tatsächlich, glaube ich. Tschüss! Sagst du Tschüss oder hau rein, dann falls wir uns nicht wiedersehen? Ah, fuck, ich hatte letztens einen guten davon gehört, den ich noch nicht kannte und ich konnte ihn mir mal wieder nicht merken. Also einen von diesen dummen Verabschiedungen. Na schade. Ja, ich würde jetzt echt gern hauen. Oh, die Zeit geht aus. Die Zeit geht aus. Ja, ist okay. Erfüllt seinen Zweck. Perspektivisch ergibt es. Wisst ihr was, da mache ich. Ich sollte. Okay, pass auf. Es ergibt perspektivisch noch nicht so viel Sinn. Ich mache einfach so. Mir scheint, der Zeichner war sich seiner Perspektive nicht ganz bewusst. Oh, Taschentuch. Wieso ist Morgi on? Was? Wieso? Warum? Was soll das? Was fällt dir ein, live zu streamen? Um diese Uhrzeit. In diesem Teil des Landes. Was ist denn hier los? Ich erkenne die Zeichnung alle nicht. Ich will daraus was Cooles machen, aber ich weiß doch nicht, was das ist. Wie traurig, Mann. Ja, das ist frustriert. So hat es Morgi vorhin auch mit dem Auto. Hat er sich beschwert? Ja, klar, er hat sich ziemlich oft beschwert bei den Sachen, die er bekommen hat. Was soll denn das sein? Was habt ihr denn da gezeichnet? Ihr Verrückten, ihr.
Klingt schon nach Morgi. Was? Schon gut. Wir reden nicht über dich. Okay. Den habe ich sauber ausgetrickst. Der hat's ja voll abgekauft irgendwie. Oh mein Gott, das ist so eine gute Zeichnung gerade. Oh mein Gott. Ach komm. Yo. Yo, Johnny, so eine gute Zeichnung. Yo. Wie macht man denn Hände? Oh, Hände sind schwer. Die macht niemand gerne, außer Johnny. Der ist irgendwie Naturtalent. Ich zeichne Hände echt gerne, aber nicht, weil ich sie kann, sondern weil... Ja doch, eigentlich schon, oder? Nein, weil ich sie so oft zeichne, kann ich sie mittlerweile vielleicht. Aber ich mochte es einfach lernen. Ich fand es nicht so nervig. Ja, aber ich glaube halt, wenn man es dann, ja eben, wenn man es dann kann, dann zeichnest du es ja schon lieber. Ja, weil ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich kann Hände super gut zeichnen. Ich störe mich daran bloß nicht. Ich zeichne sie einfach gern. Ich stehe auf Hände. Ja, kam bei mir an. Irgendwann nicht das lustigste Bild, aber das ist okay. Nicht jedes Bild muss ein Kracher sein. Manchmal ist es halt einfach so. Morgi, mach eine Pose, wie der Fisch SpongeBob hält, als er bei einer Strandfolge nach dem Surfen starb. Was? Was soll diese Pose sein? Warte, ich habe nicht zugehört, ich kenne die Szene. Welche? Da, wo der stirbt im Sand, oder was? Die Pose, wie der Fisch SpongeBob hält, als er bei einer Strandfolge nach dem Surfen starb. Ach so, ja, die Riss in der Hose-Folge, wo er sagt, er braucht einen Schneider. Ich brauche... Sag mir, was brauchst du? Einen Schneider. Weil ich mir die Hose zerrissen hab. Hä? Ich hab grad so ein Panel, was theoretisch das letzte sein könnte. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Ja, bei mir ist jetzt... Ja, dann kannst du so einen ganz anderen Twist halt reinmachen. Oh, das ist gut. Danke, Hockey. Warum? Was hab ich gemacht? Ja, ich hab dir einen Rat gegeben und dann wollte ich ihn selber befolgen. Stehst du? Ja, ich check schon. Begreifst du das? Ich glaube, er versteht es nicht. Vielleicht ist er dumm. Bist du dumm, Hockey? Ich bin nicht dumm, oder so? Hey, stopp. Ich find's echt nicht cool, wenn man unter Freunden andere dumm nennt. Nimm das zurück, bitte. Also Morgi, nicht du. Hier stimme ich zu. Das wollte ich auch hoffen. Das wäre sonst ziemlich dumm von dir. Du bist dumm, will ich damit sagen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Mit deinem Gesang? Ja, wenn er dich so sehr stört, dann... Dann lass ich's halt. Nee, das wär mir echt unangenehm. Nein, bitte mach weiter schon. Manchmal muss ich die Melodie, manchmal muss man mit. Der Rhythmus, bei dem man mit muss. So nämlich und nicht anders. Die Zahnpasta 64 schreibt, bin bei Moggy im Chat gesperrt für nichts. Ich wette, er hat recht. Üblicherweise ist man immer für nichts gesperrt in anderen Twitch-Streams. Die sind so doof. Ich find's so doof, wenn man gesperrt wird. Ich hasse es, wenn man aus Versehen gesperrt ist irgendwie. Falsches Tool. Können die Mods mal nachschauen, was da... Also ich habe den Namen deswegen vorgelesen. Ich hab nicht zugehört. Ich mach du zu. Nicht. Du ja, ich keine Zeit mehr. Alles gut, du musst nichts tun. Dann können die Mods gucken, ob da wirklich nichts war oder halt doch. Das ist wild. Ist das jetzt so eine Art Wiedergeburt hier? What the fuck? Was geht bei dir ab? Ja, ich find's super seltsam. Jetzt, wie mache ich jetzt weiter?
ihr schon mal eine Fliege geküsst? Nein. Habt ihr schon mal eine Fliege umgebracht? Nein. Könnt ihr der Fliege was zuleide tun? Warum fragst du das? Ich glaube, ich habe tatsächlich schon mal eine Fliege umgebracht. Bestimmt. Was? Also ich kann mich jetzt auch nicht explizit erinnern, aber ich würde mich nicht so aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass ich es nicht getan habe. Mucki hat sich noch nie so sehr an einem Menschen getäuscht. Was? Keine Ahnung, mir ist nicht viel eingefallen. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen... Grüße an alle Fliegen da draußen. Grüße gehen raus. Fliegen, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Bisschen Scheiße fressen. Das ist ja wie zu Hause. So wie ich es am liebsten mag. Wie bei Mami. Der Fliegen-Mami. Was ist das für ein Bild? Wer ist das? So zufrieden. Das könnte sein, dass du meinst das. Nee. Nein. Sicher? Ja. Was lässt sich das glauben? Du hättest sehr viel mehr in der Zeit geschafft. Was soll denn das? Boah, wie gemein er ist. Stell dir vor, das ist nachher doch meins. Und dann? Dann ist das auch okay. Das ist ja schön blöd da. Dann bin ich einfach so viel besser als du. In allem, was dich ausmacht. Junge, jetzt beruhigst du dich mal ein bisschen, oder? Ja, ich bin fertig mit meiner Zeichnung. Darf ich jetzt am Handy chillen? Nein. Was ist das? Nach dem Unterricht. Scheiße, ich hab mir nicht gemerkt, wie das aussah. Johnny, wann hattest du dein erstes Smartphone? Boah, das ist eine gute Frage. Also mit wie vielen Jahren, meine ich? Ja, als erster aus meiner Familie, aber in der Schule eher so nachdem schon sehr viele eins hatten. Boah, wann war denn das? Mit 15 vielleicht erst? Okay. Nee, warte, das wäre ja 2010, das wäre früh, oder? Geht, oder? Keine Ahnung, wann das so... Wann kam das erste Mal? Von 2007? 2006? Irgendwie so? Dann kommt das hin, 2010 vielleicht. Dann, ich dachte ich zumindest, ich weiß es nicht. Ich kenne mich jetzt mit Smartphones nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Gute Frage. Vermutlich ist es sowas. Danke, Mann. Hat mir Mühe gegeben. Hey, irgendwie sah der anders aus. War der nicht blau? War das Rocky? Ich? Bitte, wie? Boah, ich kann übrigens sehr von Zweifel empfehlen, Pullet im Hörbli. Das sind wirklich gute Chips. Was? Das ist eine sehr leckere Sorte. Was für ein Ding? Das ist was zu essen. Ja, von Zweifel, also Zweifel-Chips. Kennt man? Junge, ich kann von Zweifel empfehlen, Pullet in Herbie, was? Nein, von Zweifel, die Marke Zweifel, die machen Chips. Nein, Zweifel ich aber. Die Sorte Pullet im Herbie. Was? Pullet im Herbie. Halt die Fresse. Was denn, das heißt, was soll ich machen? Hä, aber wie das heißt, wie schreibt man, ich verstehe gar nicht, was du sagst. Das klingt wie Schochischächtli. Was? Nein, das hab ich nicht gesagt. Das heißt irgendwie Küchenschrank auf Schweizerdeutsch, ich weiß nicht genau. Nee, Händchen im Korb, praktisch. Ist auf jeden Fall eine leckere Chipsmarke. Chipsorte. Glaub mir. Nee. Klingt nach Bullshit. Nee, ich glaub ihm schon, aber ich hab's jetzt schon wieder alles vergessen. Weil jetzt ist das zweite Mal, dass er von irgendwelchen Schweizer Produkten erzählt. Fast, ja, als wäre er ein Fan. Ich mag die Schweiz, ich könnte sehr, sehr viel. Man merkt halt, wer in der Gegend von der Grenze wohnt.
Ich könnte dir ein paar Dinge aufzählen, auf jeden Fall. Ein paar Kantone. Wir können dann fangen nochmal an. Solothurn, Bern, Innerrhoden, Oberrhoden, Zug, Schaffhausen, Basel. Warte, oh, Zug hatte ich. Oh, das war in dem Dick-Mit-Mir-Video, wo ich, ich da meinte, oh, da sollte man besser das Fenster zumachen. Wow. Das kann ich so nicht. Das kann ich so nicht supporten. Das ist ganz schön Zug. Scherze auf den Nacken von den Zügern. Zug, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, bei Aargau gibt's da noch. Ja, jetzt wird's schon langsam ein bisschen schwer. Genf natürlich ist ein Kanton noch. Digga, ich wusste nicht mal, dass das kann, also dass das so heißt. Wenn ich frage, wie, das wusstest du nicht? Ich wusste nicht, dass die Bundesländer haben, die so heißen. Ich kenne auch kein einziges. Ja, ich kenne auch kein einziges, aber man weiß doch, wie die heißen. Nein, ich wusste das Wort Kanton, also vor dem jetzigen Gespräch schon, aber ich wusste das, glaube ich, super lange nicht. Ja gut, das ist verständlich. Und hättest du mich jetzt nochmal gefragt, hätte ich, glaube ich, erstmal überlegen müssen. Also hättest du gesagt, nenn ein paar Kantone der Schweiz. Ich wusste, dass irgendwas war, das wie Kanon klingt. Ja, okay, ja, dann war ich ungefähr auf demselben Level. Ah, Jura gibt es natürlich noch und Schwyz. Schwyz ist ein guter Pilz, oder? Ich mag auch, dass die Insel wegfliegt, als ob sie so nicht mit dem Boden verbunden wäre. Die schwimmt einfach. Ich weiß, ob ich jemanden retten würde. Ich bin so gespannt. Ach shit, warte. Einmal muss ich ja noch. Ich dachte, das wäre schon das Ende. Oha. Wait, was ist hier passiert? Okay. Okay, soweit so gut. Das kriege ich, denke ich, hin. Wieso zeichne ich Bildschirme teilweise immer noch als Röhrenbildschirme? Um so ein PC von hinten. Ja, weil es viel mehr Spaß macht zu zeichnen. Zu zeigen, ja. Macht generell mehr Spaß. Man versucht, die zu filmen. Das ist ein Traum. Oh, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, ich finde das weit so gut. Same. Ja, so. Oder habt ihr schon abgegeben? Nee. Nö. Noch nicht ganz. Ihr seid generell nicht so auf Scheiße, jetzt habe ich es vergessen, was ich gerade gesagt habe. Abgeben. Scheiße, was ausbauen, was ich gerade gesagt habe? Manchmal nutze ich die Zeit bis zum Ende, ja. Okay. Ich hatte einen Anfall. Ich muss dem Ganzen noch einen gewissen Feinschliff geben. Oh, ich weiß es. Ja, ich bin gerade zufrieden. Mhm. Oh, falscher Ton. Starke Zeichnung, meine Damen und Herren. Oh, shit, keine Zeit mehr. Oh shit, das ist der letzte schon. Oh, ups. Ja, das ist das Finale. Es ist keine Zeit mehr übrig. Ich hoffe, ich habe das richtig interpretiert. Dann ist es ein lustiges Ende. Ansonsten keine Ahnung. Okay. Ich bin fertig. Das ist nicht Kevin. Dann ist er jetzt schon am Lachen. Jemand hat geschrieben, Kevin die Seegurke. Okay. Ja. Manuel. Okay. Wir haben hier ein paar Banger. Okay, fangen wir an. Der Morgi ist jetzt dran am Apparat. Ich rieche guten Stoff. Okay. Jetzt hatte jeder mal eine Lobby. Das gefällt mir auch. Ey. Ganz ruhig. Was für ey. Wer sagt, dass du das willst? Ja, stimmt, könnte jeder sein. Das bist doch gar nicht du, Hockey. Nee. Das sieht doch gar nicht aus wie du. Wieso beziehst du das denn auf dich? Das ist nicht wahrheitsgemäß. Was soll denn euer Schokolade, Erdbeere und Pistazie. Pistazie. Okay. Was Pistazie? Pistazie-Eis ist auch stark. Aber warum sind dir, warum sind dir die drei Sorten eingefallen? Ich werde Eis beenden. Warte, soll das ich sein immer noch? Gut, ist das Krümelmonster oder so? Keine Ahnung, ist es ein Wal jetzt? Jetzt ist es. Nein, nicht das Eis! Wer ist das?
Wer ist das? Das werden wir rausfinden, denke ich. Das ist. Oh nein, nicht schon wieder! Oh nein, der hat doch mehr Hunger bekommen! Nein! Nach dem Eis! Hockey, du hast dich ganz schön gehen lassen in diesem Comic. Es wird noch schlimmer, glaub mir. Ich hab mich nämlich selber entstellt am Ende. Das ist super lustig. Lecker, es ist witzig! Warte, mach noch nicht! Schau mal, du hast mich auch nicht so anfangs so fett gezeichnet. Eigentlich bin ich derjenige, der mich am schlimmsten gemacht hat. Deck mal auf! Okay. Erst rutschen sie dir alle in die Schenkel. Oh mein Gott, ja! Oh ja, oh mein Gott, ja! Mach was? Nein, lass du die nächste mit dir. Dann fliegst du in die Luft. Das ist Moggy Spongebob, schau mal. Oh ja! Ja. Das ist so explosives Eis. Holy shit. Die Palme, Junge. Ich dachte, aber warte, es geht doch weiter. Bild. Ja, es gibt noch eins. Na, wie willst du das doch toppen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde der geschossen. Die ist weg. Oh, das war eine wilde Reise. Wir haben heute angefangen, dass Zocki sich ein köstliches Eis genehmigt. Scheinbar hat er sich schon ein paar mehr genehmigt. Eis beenden. Ich liebe diesen Spruch. Ich werde Eis beenden. Und dann weint jemand und Hockey denkt sich, oh ja, da habe ich noch ein bisschen mehr Hunger. Nicht schon wieder. Lecker Schmecko. Nach dem Eis wollte er Fleisch. Und dann rutschen sie ihm die Schenkel. Tja. Ach nee, stimmt, das war ja ein explosiver Mensch und das Eis war ja gar nicht schuld. Hockey explodiert, SpongeBob, ich ist der Rat los. Oh und stimmt, das ist ja Mockys Spongebob. Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Aus welchen Gründen. Oh, das war gut. Okay, weiter. Schönes Ding. Ja. Guter Start. Das war ein guter Start. Achso, ja, ich habe mal ein Luigi gezeichnet. Wow, oh, von dir war das, okay. Ja, ja, klar ist das basic. Soll ja jetzt was aus der Röhre kommen. Irgendwas Aufregendes. Oh. Seht ihr? Oh. Was ist das? Was ist das? Aus der Röhre? Das ist Bowser Sonne? Wahrscheinlich, oder? Ich könnte auch Bowser sein. Also das kann man jetzt natürlich so oder so sehen, würde ich sagen. Oder es geht... What? Ja, die oder Schiene, ich dachte, das wird von Perspektive hin. Und das hat die King auch nicht ganz schwarz gemacht. Ja, du hast auch... Aber es war eigentlich gar nicht schlecht, ohne das... Ich glaube, ohne das hätte man es besser erkannt. Aber ja, auf jeden Fall ist er in die Röhre zurück und dann schaut er raus. Gute Idee, ist der Typ? Aus der Sicht der Röhre zu machen. Das ist eine Pfanne. Warte, es ist eine Pfanne. Kocht Zeus die Erde? Ja, es wurde die ganze Zeit überall. Wer ist der andere, der da mitten ist? Eine Landschaft gegrillt. Konus oder so, ja, das ganz hochkriegt. Wen hast du dir da eigentlich ausgedacht, Mögi? Das ist ein Goomba. Ach so. Ja, okay. Ich dachte, das ist irgend so ein Typ. Das ist wie diese Popcorn-Teile in dieser Art. Nein, die Erde. Die Erde, oh, die Erde wird auf der Sonne gekocht und die Qualle ist sehr sauer. Die einzige Erde mit realistischen Maßstäben. Ach so, der nutzt die Sonne als... Ach, das sehe ich jetzt erst. Ach so, ja, stimmt. Gut, ja. Das ist die Energie. Oh nein, gib doch kein Wasser in die Erde. Nutzt die Kraft der Sonne, um die Erde aufzuheizen. Die Sonne, gib doch nicht Wasser in die Sonne. Geh doch aus. Das geht schief. Bruder! Ey, und ey, ich hatte das und ich hatte null Ahnung, was ich die Erde ist so besorgt. Guck mal, die Erde auch, ja, die ist so, oh Scheiße. Oh nein, Sonne. Die Erde in ihrer Scheiße. Dabei war ich gerade gebraten. Junge. Ja, keine Ahnung. Ja, das ist doch gut. Die Sonne ist gelöscht. Ist ja doch schön. Die Erde ist am Arsch. Oh mein Gott, was hat Firestar da gesehen? Was soll man denn damit anfangen? What? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, warum hast du die Sonne braun gemacht? Alter, sie ist alles. Die ist gelöscht. Die brennt nicht mehr, das Wasser wurde drauf gegossen. Ach so. Es ist nur noch so ein Knoten. Ja. So Nebel, weißt du, nicht Nebel, sondern so Rauch. Es dampft so, ja. Jo, Firestar, was hast du erkannt? Ja, das ist ja auch voll schwierig. Auch keine Ahnung. Ja, eben, ich hatte schon ein super abstraktes Bild, ich hatte absolut keine Ahnung, was da passiert. Der Gesichtsausdruck von deiner Sonne ist sehr stark, okay. Ja, danke. Ja, die hat gar keinen Bock, weißt du. Och nö. Ich hätte schwören können, die Erde hatte eine Nase. Ich dachte, die Erde wird in den Stern geworfen. Ach so. Oh, und dann landet sie da drauf und dann ist dieses kleine Feuer. Ach so, ja, klar. Die Erde ist da so reingeflogen. Okay. Und dann rutscht sie da so rein. War das schon das letzte? Nee, ne? Ja, doch, das war das letzte. Das war das letzte. Achso, okay. Okay, wir haben also. Ja, stimmt. Super Mario. Das ist gar nicht die Erde. Das ist Wisst ihr, was das Komische daran ist? Dann kam was Gelbes aus der Röhre raus. Ich habe dann einen Goomba draus gemacht.
Ja. Der wurde dann irgendwie trotzdem im Laufe der Bilder dann zur Sonne. Nee, die Sonne ist einfach nur dazugekommen, weil diese Erde da... du hast ja auch eine Sonne gezeichnet. Warte, es fällt mir gerade auf. Vielleicht sieht der von da drin ja auch das Gelb, was da rausgeflogen ist. Das verstehe ich nicht. Was sieht er? Pass auf, Bild 2 kommt was Gelbes rausgeflogen. Ja. Und Bild 3 schaut der Goomba nach oben und sieht die Sonne. Vielleicht ist die Sonne aus der Röhre rausgeflogen gekommen. Ja, ja, und der Goomba ist noch drin. Ja. Sieht einfach nur was da außen ist. Wahrscheinlich. Und dann brät Zeus ja erstmal eine köstliche Erde. Ich meine, wir suchen gerade einen Sinn in etwas, was keinen Sinn haben kann. Ich weiß, dass die Sonne gelöscht wurde und dass die Erde noch trotzdem auf die Restwärme gefallen. Die Erde ist schmackhaft zubereitet worden und dann... Schau mal, die Erde, die ist auch... Und dann wird sie verbrannt. Als sie erhitzt wird, ist sie ja so flüssig, oder? Und von Panel zu Panel wird sie immer fester wieder. Wirklich so Erde, stimmt. Ja, das stimmt. Und dann wird sie einfach komplett verbrannt. Dann ist so, ah, scheiß drauf, es klappt nicht. Ja. Ich verbrenne sie jetzt. Okay. Das war ein Schabernack, ey, mit dem Glas. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte, um ehrlich zu sein. Das Glas war echt frech. Oh, der Kaktus! Das. Okay. Dann hab ich alles richtig gemacht, glaube ich. Ja, du kennst ihn. Ich habe mit dem Kaktus aufgehört, auf jeden Fall. Oh, wie geil. Du kennst ihn? Ey, wo ist dein Sombrero hin? Den hat er dem Typen gegeben. Oh, der hatte vorher nur so eine Halbplatzung. Ja, der hat so ein Sombrero geschickt. Das ist so ein sozialer Kaktus. Der hilft ihm. Ja. Yeah. Ja, und dann geht er zum Bahnhof, um zu verreisen. Oh, bitte bleibt der Kaktus bis am Schluss. Was willst Ticket. Du? Was willst du? Ein Ticket. Ich mag es, dass er wieder zu Johnny wurde, spontan. Ja, aber bin das einfach ich. Was willst denn du? Nice. Nice. Da steht noch Tickets, das ist auf der Stadt im Hintergrund. Ach ja, das Ticket auf dem Stachel. Auf dem Stachel. Das ist mega das gut. Das sind meine Finger. Nicht nice. Oh mein nicht Gott, der nice. Käse hat mich infiziert. Ich wurde zum Käsekaktus. Nachdem ich mich daran gepiekst habe. Andersrum, nachdem ich ihn gepiekst habe. Und dann gab es ja so Rero. Wo ist die Sombrero? Was kann nicht sein? Wie kann der Sombrero zurückgekommen sein? Was? Der Sombrero. Da wurde der Sombrero weggeweht, aber keine Sorge, ich hab ein Happy End. Okay. Ich habe eigentlich einen Bärenangriff. Danke für den Sombrero. Kann ich vielleicht noch einen Taco haben? Ich lecker Schaf auf dich, Moggy. Halt die Schnauze mit diesen fucking Nerd-Szenen. Seit wann habe ich die? Seit wann ist das eine Sache? Au, Kree hat vor einer Stunde an Tommy einen Sub rausgehauen. Sorry, Kree. Dankeschön. Und Bahamut, danke für den Raid. Da haben wir eine wilde... Ich liebe es, dass es am Anfang einfach der... Sollte das ein Johnny-Kaktus sein? Nee, es sollte einfach ein cooler Kaktus sein mit einem Sombrero. Okay. Ja, stimmt, aber es ist... Aber wie... Alter, dass der Sombrero einfach zurückkam. Ja. Und der Kaktus auch. Du hast ihn gar nicht mehr... Du hast ihn auch wieder grün gemacht. Er ist geheilt. Tango. Ja. Ich dachte, wir machen einen gelben Kaktus. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ganze Abenteuer zwischendrin hat echt nicht viel verändert. Es ist nach wie vor, nach all der Zeit, ja. Ist es immer noch du. Ja, bist kurz zum Bahnhof gegangen, hast dir ein Ticket gekauft, dann wird zurückgegangen. Ich hab mir ein Taco gekauft. Ich hätte gern ein Ticket, bitte. Hier ein Taco. Hier ist ein Taco. Okay, machen wir weiter. Ich wollte eigentlich zum Kiosk, ich wollte kein Taco. Okay, spiele nach der Phantom. Oh, da erinnere ich mich glaub, noch ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Wir haben wieder einen Dachs, wie es aussieht. Da war ich nämlich als zweites dran. Aber ich weiß nicht, was das für eine Figur sein soll. Keine Ahnung, aber ich weiß, dass Moggy dann Käse gezeichnet hat. Das ist eine wilde Perspektive, Moggy, das meinte ich damit. Das ist derselbe Charakter. Das tut mir jetzt wirklich leid für deinen Käse, Moggy. Woanders bei der Börse merkt man Wurde mein Käse jetzt schon wieder gekickt? Was soll das? Wieso ist das rot, aber geht bergauf? Ja, weil, nein, das geht runter, aber es versinkt im Boden, weil es so tief runter geht. Es geht von rechts nach links. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja, er schaut die Tafel falsch rum an. Ist halt spiegelverkehrt. Ist ein gespiegeltes Bild. Oh nein. Oh nein! Nein, was passiert mit dem Käse? Oh Gott, das habe ich erst nicht verstanden. Okay. Er will sich selbst erschießen, aber das lässt der Dachs zu. Lässt das nicht zu. der Dachs hat ihn in seinen Fängen, Junge. So schnell kommst du mir nicht. Alter, Scheiße. Und er hat den Käse weggeboxt. Strong. Oh, also wird es doch noch das. Ah, was? Ich liebe es. Oh mein Gott,
ich weiß, was jetzt passiert. Der Dachs wurde lebendig. Der Dachs hat seine eigenen Vorstellungen. Verprügelt noch jemanden. Ich weiß, wer derjenige ist. Das ist einfach nur so ein Graf. Oder seht das nur ich, dass das da hinten ist? Das ist doch Moggy, dessen Isaac-Livestream da gerade gecrashed wurde. Ja. Dieses Skelett hat sich eine Karriere aufgebaut, von der du nur träumen kannst. Oh, ich liebe es. Er hat sogar eine goldene Schallplatte in irgendeiner Form. Ich liebe es, dass der Dachs zu dem Isaac-Streamer wurde. Der Isaac-Streamer. Mann, Junge, dieser eine Aktienkurs ist für uns einfach der Dachs. Aber der Käse, er hat immerhin drei Panels geschafft dieses Mal. Linie, die von rechts nach links geht. Und wir sind der Dachs. Oh Gott, ich liebe es. Das war super. Das war ein guter Comic. The Binding of Dachs. Von Bloody. Gott, das zerstört mich. Oh ja. Oh, da hat jemand kein Geld. Ich glaube, das bin ich. Ja, und, also ich habe zumindest mir so gedacht, vermutlich. Okay, wenn ich in die Insolvenz gehen muss, sieht aus, als würdest du eine Flöte spielen. Ja, stimmt, so eine Querflöte. Ich wollte halt noch irgendeine Stadt machen. Ja, ich gehe zur Wall Street. Okay, ich habe sogar einen Strohhut. Oder? Dieses Zelt. Oder ist das nur so ein Kopf? Da kommt die Polizei! Scheiße, nicht schon wieder 110, Mensch. Da kommt 110, Alter. Da sind die Männer im blauen Anzug. Es steht so über den Gitter drüber. Es steht nirgendwo mehr. Vor allem bei der Wall Street ist auch 110. Nirgendwo steht Polizei oder sowas. Oder dann kommt Johnny wohl bald ins Gefängnis. Eins, eins. Das ist ein Lifehack, Johnny. Oh mein Gott. Ja, ihr seht nicht mehr aus so wie Johnny, aber trotzdem. Also in einem Gebäude namens 111 will ich nicht, kann man nämlich nicht einsperren. Die haben nicht das Recht. Da ist oh nein, sie haben meinen Trick durchschaut. Mich festzuhalten. Sie haben meinen Trick durchschaut. Jetzt werde ich das aus irgendeinem Grund. Schau jetzt mal, wie das immer mehr zu einer Maske wurde und so. Der wurde immer mehr blau und jetzt bin ich einfach nicht. Ja, jetzt bist du jetzt. Also oh mein Gott, jetzt ist es wirklich, ja. Oh, jetzt vom Gesetz so. Weg. Ja. Okay, fliegt vom Gesetz. Der rennt weg von deiner auch mal einem 1-1-0 aus. Und dann oh mein Gott, du bist schon erschossen worden. Ja, oh Gott. Die 110 Leute haben kein Schild. Die lassen sich nicht mit sich reden. Oh, das war auch super. Wenn man die zu 111 ändert, werden die sauer. Es hat damit angefangen, dass Johnny kein Geld hat. Er hat wohl vielleicht hätte er auch einen Vertrag. Er hat den Vertrag nicht bekommen. Da gab es kein Geld. Ja, aber da ist auch so ein Portemonnaie mit. Ja, okay. Und dann ist er abgehauen. Irgendwo, wo es günstig ist, zur Wall Street. Und dann kapiert er da ein bisschen. Ich wollte meine Träume wahr werden lassen. Wie buff diese 110 Leute auch aufstehen. Ja, sie kommen an und sie wollen Stress. Die machen so Stress. Die wollen ihn dann nicht gerne sehen. Dann läuft dieser Song, wo in Mario Sunshine die Palmas Mario abführt. Ja. Und dann kamen die Handschellen. 110. Aber er hat dann einen guten Trick. Wie auch immer ich das gemacht habe. Ich glaube, das war ein Bitflip. Da ist einfach random Elektronen irgendwo rein und hat eine 0 zu einer 1 gemacht. Und dann hat die Polizei den Fehler erkannt. Dann haben sie Hockey gejagt und dann hat er sich versteckt und wurde erschossen. Ja, toll. Das trauriges Ende, Mann. Mann, ich will nicht mit dir tauschen. Selber dabei zeichnen. Zum Glück habe ich mit dir getauscht an der Stelle. So, letztes Panel, ich bekomme so ein Bild, wo ich von der Polizei verfolgt werde. Ja. Okay, Nitro. Der Hockey schon wieder am Essen. Ist Nitro eigentlich nur Nitrato undercover? Ich hoffe nicht. Oh mein Gott, die Augen. Lecker Spaghetti. Die sind so deep dabei. Oh mein Gott. Die zieh ich mir rein. Der Sound war perfekt. Ja. Oh, sehr schön. Oh, das sieht so, ich hab so Bock. Junge. Oh nein, die 112. Nein, die sind ihm nicht gekommen. 112. Ich hab einfach Schlechtes gegessen. Dem ist ganz schlecht.
Die oh nein. Halt seit zwei ist unterwegs. Oh, ich weiß, oh Gott, ich weiß, was jetzt dann passiert. Ja, ich auch. Oh nein. Oh, Junge. Rums. Also so ein riesiger Baum auf der Straße. Junge. Ja, als ob sie so einfach da drauf zugehalten hätten. Hä? Wie auch immer, es war die 1-1-0, dann kam die 1-1-2, um die 1-1-2 zu retten oder so. Ja, 1-1-2. Puh, was mach ich denn da? Und das Auto ist explodiert von der Polizei. Die gerade, ey, die Leute, die in so einem Kranken... Scheiße, wie nennt man die? Die Schlafgetütrate. Mann, scheiße, wie nennt man die? Die Rettungsleute da? Wie nennt man die? Rettungssanitäter? Sanitäter oder was? Ja. Die haben auch einfach so ein graues Shirt mit so 112 und so eine graue Cap. Ja. Der voll über uns rumlaufen. Und immer weiß, wie man sie ruft. Da haben wir die Feuerwehr gerufen. Junge, der ist. Der hat nichts Gutes vor. Was? My day is ruined. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Es ist wirklich Review Bra, der hat da Chicken Nuggets. Was soll die Scheiße, Tommy? Okay. Da wurde einfach gegen den Baum gepisst. Ich glaub, wir haben Hockey verloren zwischendurch. Die Rettung kam, glaube ich, nie ganz bei ihm an. Da haben die doch einfach nur ein paar Spaghetti gemacht. Ach so, ach stimmt, die hatten ihn ja gar nicht drin. Ich dachte, Hockey wäre schon gestorben, weil er in dem Wagen ist. Ja, nee, aber beim Explodieren bin ich halt gestorben. Aber die kamen einfach nie zu ihm. Nein, Moggy dachte, die fahren erst auf dem Weg zu dir gegen den Baum. Ach so, er ist in der Explosion gestorben. Ja, Hockey könnte auch schon in dem Laden gewesen. Also entweder ich glaube, Münziger Flieg könnte auch seine Maske sein bei meinem Bild. Das wäre noch viel lustiger. Ich dachte, die fahren halt mit mir im Wagen, was die sich vorstellen, wäre noch viel lustiger, dass ich an diesem Spaghetti sterbe und die fahren zu mir hin und crashen währenddessen. Das ist noch eine viel lustigere Vorstellung. Du warst das nicht, was wir hinschaffen, ja. Der ganze Comic über bist du nur am Sterben wegen dem Spaghetti. Ja. Oh mein Gott, dann macht das letztes Jahr voll Sinn. Das bist einfach nochmal du, der angerufen hat und vergebens wartet. My day is Alter, jetzt. Er hat sogar die blaue, er hat auch ein bisschen hellblau. Ja. Die hellblaue Krawatte, die lasse ich mir nicht nehmen. Sein Day ist wirklich ruined. Die gehört zu Hockey. Ja. Okay. Das konnte man natürlich nicht ahnen. Oh mein Gott, da war was ganz anderes geplant. Oh Gott, welch tiefer Fall. Und hier ist das Auge noch übrig. Hatten wir einen Aufstieg oder einen Fall? Ich glaube, da ist jemand gerade, der braucht einen Fallschirm, oder? Oder ein Trampolin oder ein McDonalds-Superheld, je nachdem. Er lässt es alles offen. Der Max-Superman. Da kann jetzt einiges passieren. Ich hab's gleich. Er schiebt das Trampolin rüber. Oh mein Gott, ich liebe dieses Bild, weil genauso habe ich früher Comics gezeichnet. So richtig so, wisst ihr, was ich meine? Mit den Ecken? Jetzt fängt das voll ein. Ja, es ist eher so 2D war und dann habe ich irgendwo die Soundeffekte reingeschrieben und auch die Bubbles irgendwie gemacht und so. Komplett. Genau sowas habe ich schon mal gezeichnet. Mission erfüllt! Und wieder mal einen Tag gerettet. Aber das war von dir. Ja, ich wusste nicht, was ich dann machen sollte. Ja! Oh mein Gott, wer ist der Zitronenmann? Pass auf, weil ich hatte diesen Panel von Morgan. Ich hatte diesen Panel von Morgan und dachte so, was soll ich jetzt darauf adden? Das ist irgendwie schon, als wär's so die letzte Seite. Und dachte, okay, dann mach ich aber so einen Zitronen nebendran und schau mal, was so noch so passiert. Wie hast du die Zitrone so. Ach so, tot, hä? Zwischendrin zu Druck geswitcht oder so? Ja, hab ich. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass Druckempfindlichkeit bei Gartikfun existiert. Tot, hä? Tot, hä? Er ist wohl tot, was? Er zerquetscht die Zitrone, Junge. Dieser Daumen, Junge! Der ist ja super witzig. Wer kommt der nächste echte Held? Mann, es kommen immer mehr Charaktere. Immer wenn jemand nicht weiß, was er machen soll, addet er einfach einen Charakter, so einen random Charakter. Die Zitrone war nie da. Dann kommt Batman dazu und dann noch so ein Zug. Oder was ist das? Das ist ein Batmobil. Ja, vermutlich, ja. Das ist ja super. Und wieder einmal hat Batman den Tag gerettet und nicht Superman, weil Superman hat reingeschissen. Es gab einfach ständig neue Charaktere dazu. Am Anfang ist jemand runtergefallen, Superheld wollte ihn retten, ist nicht ganz geschafft, war stolz darauf, da kam die Zitrone dazu. War stolz darauf. Tot, hä? Das gefällt mir doch am besten.
Weil er lacht so tot, hä? Der ist wohl tot, was? Der ist sauer draufgegangen. Er wirkt den Zitronen komplett. Dann kommt Batman, wie der auch aussieht, Junge. Batman kommt wirklich ins Bild, als ob er jetzt den, das ganze Ding nochmal ändern könnte. Es ja. Geht nochmal in eine ganz neue Richtung. Ich frage mich, wer Batman aufhalten wird. Nicht der Joker auf jeden Fall. Was zum... Ah, Waluigi Launcher. Ach, das ist der Waluigi Launcher. Oh, der Waluigi Fully Launcher nein. Auf Moggy. Ich hab noch nichts gemacht. Fully, oh ja. Oh nein. Das Fadenkreuz, ich wollte auch gerade sagen. Das Fadenkreuz auf deiner Stirn. Auf deiner Stirn. Gut. Oh, das ist gut. Es kommt einfach nicht an. Pass auf, jetzt der Twist. Die Rakete explodiert nicht, sondern Moggy. Mehr hat sie nicht. Ja, okay. Ja, ich habe das nämlich, dachte mir, was soll ich damit jetzt anfangen? Ich weiß nicht mal. Also, ich das mal, was jeder machen würde. Ich dachte mir, ja, das ist wahrscheinlich Fully. Warte, war das Fully? Ja, war ja Fully am Anfang. Pass auf, das ist so gut. Sehr schön, Hoggy. Danke. Oh, du hast abgeliefert, scheiße. Danke. Das Problem ist nur, was soll man damit jetzt noch machen? Ja, keine Ahnung. Was soll dieser Popel? Warum läuft ihr da runter? Warum bin ich schon wieder zurück? Du bist so zufrieden. Ach, der Fully, der hört nur Musik. Der hört wohl Megalovania. Er hat die ganze Zeit nur geträumt, wie er dich umbringt. Alter, was soll dieser Scheiß runter? Oh Gott, ja, Fully hat am Ende alles einfach nur geträumt und ich bin so stolz. Der Gesichtsausdruck von Moggy ist so niedlich. So ein zufriedener Vater. Moggy ist so stolz. Ja, ja. Da liegt er. Oh. Da liegt er. Oh mein, wie gut. Ja, oh Mann. Das war ein guter Comic. Okay, der letzte. Ja. Oh shit, wir haben's. Was war das jetzt? Ach, ein Boxkampf. Ja, ist gut. Nein, warum ich? Das schon wieder Moggy? Warum ist das der blaue Handschuh, der mich trifft? Oh Gott, der Schädel ist so eingeprügelt. Das ist ja widerlich. Autsch. Der tut richtig weh. Da musst du schon weinen. Ah, natürlich. Mhm. Ich wäre in der Lage dazu, dich komplett ausgerechnet. Aber ins Nirvana zu prügeln. Twist, bam! Ey! Oh, die Fliege! Oh, jetzt weiß ich, was mein letztes Bild war. Hockey hat heute die Faust-Twist. Vorhin war das Geld, hatte so eine riesige Waffe plötzlich. Ja, die Zähne. Und beim Hockey nur so eine Jockeys-Klaumstein. Bei mir sind schon wieder die Zähne. Oh Mann. Ich muss mal einsehen, dass ich die habe. Oh, das ist so süß. Die Fliegen sind's einfach. Nein! Wenn sie bei der Hochzeit sind und dann... Nein, jetzt muss Moggy das zeichnen, oh Gott. Oh nein, aber nur die eine wird erwischt. Aber die andere weint, sieht ihr die Träne? Das junge Glück wurde zerstört. Ich fasse es nicht, was ich hier für dich Einsamkeit. Das ist so traurig, Hilfe. Nein. Schrecklich. Wieso wurde auch noch dieses... Oh, welche Sprache ist das nochmal? Das französische Ende. Jetzt ist das so ein Kunstfilm. Und auch dieser Smiley so traurig schon. Ja, diese Geschichte hat auch einige Wendungen. Wir hatten den Boxkampf, ich auf die Schnauze bekommen, dann hat Johnny auf die Schnauze bekommen, dann sind wir beide irgendwie gestorben, haben die Fliegen geheiratet und dann ist einer von den Fliegen gestorben und ist dann noch eine einsame Fliege übrig. So viel Tod. Und so viel Verderben. Mann, trotzdem das war echt ein Downer jetzt. Ja, ganz, das war der allerletzte. Story. Miese Geschichte. Ja. Miese Brise. Das ist eine miese Brise. Jungs, das waren gute Runden Gartic Fall, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Ich war sehr erheitert. Ja. Ich liebe den Comic-Modus. Es war schön, das mal wieder zu machen. Schade, dass Maxi nicht dabei sein konnte, aber wir haben es da trotzdem gut gehandelt. Der hätte safe noch da sein können, es ist 10 Uhr. Ja, vermutlich. Der hatte FOMO. Nee, warte, das Gegenteil. Nee, er hat nie eben nicht FOMO, ja. Yeah. Er hatte 4 auf... Lampenfieber. So, oder so.
Okay. Gut, aber hat Spaß gemacht, ja. War ein schöner Abend. Ey, ich muss sagen, ich bin überzeugt von dem Comic-Modus. Der ist ziemlich stark. Ja, oder? Der holt so viel nochmal raus aus dem Spiel. Ist das ja, ja. Das ist ja gar nicht gratis. Das wäre so mein Modus, aber ich weiß nicht, ob ich so. Aber ist es doch? Also, weil du. Achso, ja, okay, vielleicht hast du irgendwie von Rubber Ross oder so. Ich glaube nicht. Der hat ja mehr Animationsstuff gemacht. Aber die haben auch gezeichnet. Klar haben die gezeichnet. Ja. Aber ich habe das trotzdem schon sehr früh gemacht. Ich habe Gartic vorhin auch gestreamt, bevor Rubber Ross damit so super viele Videos gemacht hat. Rubber Ross macht trotzdem viele Gartic von Videos. Immer noch, ne? Ja, er war jetzt auch teilweise dann beteiligt daran, wie es weiter programmiert wurde und so, weil das so abging. Ja, er hat auch den Animationsmodus komplett vorangebracht, oder? Ja. Mhm. Geiles Game. War richtig lustig zum Zusehen. Danke, gerne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, ich bin auch bei euch fürs Mitmachen. Ja, dann, streamst du noch weiter, Johnny? Ich glaube, ich stream noch ein bisschen Mario Maker. Können wir... Weil ich denke, ich schaffe jetzt die Bonus-Rätsel aus Layton nicht unbedingt. Können wir noch Johnny raiden? Da wäre ich im Kopf jetzt nicht mehr ready für. Weil die sind hart. / raid my Flashware, stimmt das? Nein, ich stream jetzt nicht weiter Gartic Phone. Ja, stimmt. Könntest du auch machen. Johnny streamt noch ein bisschen Gartic Phone, habe ich gehört. Du kannst doch über das Dashboard irgendwie raiden, dann... Kann man sich nicht verstehen. Ja, alles gut. Ihr könnt auch so einen Squad machen oder so. Könnt auch einen Squad-Stream machen. Jungs, das war mir eine Freude. Ja, mir auch. Ich bin soweit fertig. Ich werde das Wochenende nicht streamen. Für Leute, die bei mir zuschauen. Ich werde dieses Wochenende nicht da sein, aber irgendwann nächste Woche wieder. Schaut das PSP-Video. Ja, schaut da auf jeden Fall rein. Wir haben es heute angeguckt. War stark. Ja, bis übernächste Woche. Nein, bis nächste Woche ist schon richtig. Nee, nächste Woche ist er zurück. Viel Spaß. Wollen wir mal nicht übertreiben. Viel Spaß, Moggy, am Wochenende. Danke. Ja, und genau, Johnny macht noch Mario Maker. Könnt ihr reinschauen. Yeah. Okay, bis dann. Tschüss. Schlaf gut.